Liebe Gäste, kann man mich hören? Gut. Also meine sehr verehrten lieben Gäste, ich freue mich sehr und begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen Abend. Ich möchte ganz kurz einen technischen Hinweis geben, bevor ich mich selbst vorstelle. Und zwar benötigen alle, die nicht Polnisch können, tatsächlich Übersetzung. Denn es gibt auf unserem Podium nachher Speaker, die kein Deutsch sprechen werden. Das können Sie sich also vielleicht zeitnah besorgen. Mein Name ist Nina Happe und ich arbeite hier in der Heinrich-Böll-Stiftung im Referat Ost- und Südosteuropa. Einer unserer Arbeitsschwerpunkte unter anderem ist die Auseinandersetzung mit der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts und auch mit den Geschichtspolitiken in diesen Ländern. Und wir verfolgen dabei sehr gerne einen multiperspektivischen Ansatz, das heißt mit möglichst vielen Gästen aus Osteuropa, Südosteuropa und auch Mittelosteuropa. Und zu diesem Zweck organisiere ich einmal im Jahr, zumeist im Mai, eine internationale Konferenz, die sich ganz großspurig und unbescheiden Europäisches Geschichtsforum nennt. Das ist allerdings keine sehr akademische Veranstaltung, sondern wir wollen gerne junge Aktivisten ansprechen, Museumsleute, Journalisten, Nachwuchs aus diesen Ländern, die sich gerne mit dem hiesigen Fachpublikum austauschen wollen, um irgendwas zur Geschichtsaufarbeitung beizutragen. Das ist ja in der Region durchaus oft auch ein heißes Eisen. Ich habe mich deswegen sehr gefreut, als Frau Dr. Sofia Wujcicka an mich herangetreten ist, mit der Idee, heute Abend diese Veranstaltung hier zu machen. Denn ich finde, es passt sehr, sehr gut in unser Haus. Es ist wirklich toll, dass das geklappt hat. Und ich darf auch ganz ehrlich sagen, ich hatte im Gegensatz zu sonst eigentlich gar kein Geschäft damit. Denn die Konzeption, die Gäste, also die Referentinnen und Referenten und auch die Moderation wurden mir einfach mitgebracht. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir stellen heute also eher den Raum für die Debatte und auch die Technik. Zu allem anderen seien Sie bitte ganz herzlich eingeladen von meinen Kooperationspartnern, also vom Zentrum für historische Forschung an der Polnischen Akademie der Wissenschaften Berlin und der Stiftung Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Ich darf jetzt schon verraten, dass zu dieser Einladung auch ein ganz kleiner Imbiss gehört, der nachher hier vom Raum noch stattfindet. Wenn ich bedenke, dass die Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges nun bald alle verstorben sein werden, nicht mehr am Leben sein werden, dann ist natürlich die Anschaulichmachung der Geschehnisse in Museen eine sehr wichtige Aufgabe. Ich stelle mir das aber auch außerordentlich schwierig vor, und zwar immer wieder schwierig, gerade wenn man sich eine europäische oder gar globale Perspektive wünscht. Denn die Materie ist doch sehr kompliziert und komplex, weil einfach sehr viele Player daran beteiligt waren, komplizierte Konstellationen und Paktierereien im Gange waren, auch schon vor dem Hitler-Stalin-Pakt und auch während dieser Allianz und auch während des Krieges und zum Ende des Krieges und so weiter. Und ich denke, das wird alles nie zu Ende erzählt sein. Man muss da immer weiter drüber im Gespräch bleiben. Ich selbst hatte jetzt so ein Aha-Erlebnis in meinem Urlaub. Da war ich in Frankreich, in der Normandie, und da ist mir über bestimmte Dinge zum Ende des Krieges ein Licht aufgegangen, was ich gar nicht so erwartet hatte und womit ich mich auch ehrlich gesagt nie befasst hatte. Damit will ich Sie jetzt aber nicht langweilen. Ich halte kein Co-Referat. Aber ich denke einfach, es gibt ohne Ende Baustellen, über die man sprechen könnte und die immer auch politische Implikationen haben, also politische Brisanz, weil immer wieder neue Fragen aufkommen an alle beteiligten Player und diejenigen, die Interessen vertreten haben und die Entscheidungen getroffen haben. Die Interpretation der Geschichte des Zweiten Weltkrieges ist heutzutage sicher sehr, sehr wichtig, auch der lokalen Befindlichkeiten, um das Zusammenleben in Europa überhaupt zu gestalten und um auch die Politiken der einzelnen Länder zu verstehen. Die Regierungen der baltischen Staaten Polens und Rumäniens haben letzte Woche eine gemeinsame Erklärung zum Hitler-Stalin-Pakt abgegeben. Ich weiß selbst nicht sehr viel darüber, aber das ist ja eine politische Ebene. Ich weiß auch nicht, ob die das regelmäßig machen oder ob das ein Novum ist. Und ich hoffe, dass wir auch darüber ein ganz klein bisschen heute Abend sprechen werden. Also jetzt kommen wir zum Beginn des Krieges und ich freue mich sehr auf einen spannenden Abend. Und wenn ich die Reihenfolge jetzt richtig in Erinnerung habe, wird als nächster Cornelius Ochmann von der Stiftung Deutsch-Polnische Zusammenarbeit Sie begrüßen. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier auch im Namen der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit begrüßen darf. Das Wesentliche wurde schon gesagt. Die Stiftung gibt es, um auch heiße Themen in deutsch-polnischen Beziehungen zu diskutieren. Eins der Themen ist der Hitler-Stalin-Pakt und die Wahrnehmung des Beginns des Zweiten Weltkrieges. Sie haben sicherlich auch mitbekommen anhand der Diskussion in den Medien, dass es gegenwärtig einige wichtige Entwicklungen bevorstehen. Bundespräsident Steinmeier wird am 1. September nach Warschau fahren, wird auch nach Wieluń fahren, die erste polnische Stadt, die bombardiert wurde. Es gibt Diskussionen über ein Polendenkmal in Berlin. Am 1. September wird hier in Berlin eine Demonstration dazu stattfinden. Also wir sind mit dem Thema der heutigen Veranstaltung hier im Zentrum der Diskussion und ich freue mich sehr, dass wir hier mit dem Zentrum für historische Forschung und der Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit Ihnen darüber diskutieren können und ich wünsche Ihnen heute eine anregende Diskussion und einen schönen Abend. Dankeschön. Jetzt werde ich mich als dritter Co-Veranstalter ganz kurz halten. Ich begrüße Sie im Namen des Zentrums für historische Forschung Berlin, der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Wer nicht weiß, das befindet sich in Pankow. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, so noble und interessante Redner für die heutige Veranstaltung zu gewinnen. Wir feiern jetzt den 80. Rundenjahrestag des Anfangs des Zweiten Weltkrieges und der Unterschreibung des Hitler-Stalin-Paktes. Und in Berlin gab es in den letzten Tagen und wird es noch mehrere Veranstaltungen zu dem Thema geben, auch heute glaube ich eine parallele Veranstaltung. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie mit dem Thema nicht ermüdet sind und so zahlreich hier erschienen sind. Und ich bin sicher, das wird eine sehr spannende Diskussion. Am Ende würde ich mich sehr gerne noch unsererseits bedanken, den Kooperationspartnern, also der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Heinrich-Böll-Stiftung, Nina Happe, Herrn Cornelius Ochmann und auch Frau Natalia Kujak sehr herzlich für die sehr freundliche, nette und unbürokratische Zusammenarbeit. Danken und ich wünsche Ihnen und mir auch eine sehr spannende Diskussion. Ja, ein. Darf ich das mal anstellen oder? Nein, das wird einfach der Regler hochgeschoben. Vielen Dank. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Christoph von Marschall. Ich darf Sie heute Abend als Moderator durch diese Diskussion begleiten. Ich bin Korrespondent, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion beim Tagesspiegel und fühle mich bei all den begleitenden Institutionen hier sozusagen zu Hause, sowohl bei der Böll-Stiftung wie der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, als natürlich auch der PAN. Sie sehen, wir diskutieren hier unter einer interessanten Eingangsfrage, wann hat eigentlich der Zweite Weltkrieg begonnen? Und bevor ich hier alle vorstelle, frage ich das einfach mal ganz schnell in die Runde. Sie haben ja in der Einladung gesehen, dass man darauf sehr unterschiedliche Antworten geben kann. Nicht? Also das muss nicht der 1. September 1939 sein. Das kann auch der Hitler-Stalin-Pakt einige Tage vorher sein. Manche werden das vielleicht bereits in den Beginn des europäischen Bürgerkriegs in Spanien verorten. Wenn Sie in den USA sind, hat das natürlich erst mit dem Angriff auf Pearl Harbor begonnen und in Russland, glaube ich, hört man auch lieber das Datum 1941 als das Datum September 1939. Deswegen, das ist eine durchaus offene Frage, ohne dass Sie das jetzt lange begründen. Wir kommen dann auf die Begründung und die Geschichtsbilder, die Sie in Ihren Museen vertreten, noch. Einfach nur die Frage, Herr Machcewicz, fangen Sie an, wann hat der Zweite Weltkrieg begonnen? Aus polskiej perspektywy.
In der polnischen Perspektive ist die Antwort verständlich. In Frage kommt nur der 1. September, und das ist nicht nur die polnische Perspektive. Der Krieg in Europa, der dann zum Weltkrieg wurde, begann am 1. September. Nichtsdestotrotz, dass in China die Kämpfe vorher tobten. Also ich spreche heute ja zu Litauen, ne? Und zu Litauen ist es eine wichtige Frage, aber nach der Perspektive, aus welcher man spricht. Ne? Also für einen litauischen Litauer spielt der Krieg, der Zweite Weltkrieg an sich keine große Rolle. Der Molotow-Ribbentrop-Pakt ist sehr relevant, aber steht für die Besatzung und für die Annexion oder beziehungsweise für die Annexion und dann für die sowjetische Okkupation. Aus der Perspektive eines jüdischen Litauer ist es der 22. Juni 1941, der Beginn der systematischen Massenvernichtung der litauischen Juden. Aus der Perspektive eines litauischen Polen ist es wiederum 39. Es ist Verlust von Wilno, einer polnischen Stadt, und es ist die Erinnerung an Partisanenwiderstand von Armia Krajowa auf dem litauischen Gebiet. Sie sehen schon die ganze Komplexität. Das kann nicht nur aus unterschiedlichen nationalen Perspektiven, sondern es kann bereits innerhalb dessen, was wir als eine Nation begreifen, da gibt es ja dann Untergruppen, kann die Antwort schon variieren. Herr Wasiljew, wann hat der Zweite Weltkrieg begonnen? Danke für die Frage. Aus der russischen Perspektive, aus der Perspektive der russischen Öffentlichkeit, dann ist das selbstverständlich der 22. Juni 1941, aber selbstverständlich in jedem Lehrbuch, in jedem Geschichtslehrbuch, in jedem akademischen Buch steht, dass der Zweite Weltkrieg mit dem 1. September 1939 begonnen hatte. Und das Kriegsende, das ist wiederum September 1945, also das Ende des Krieges gegen Japan. Also das ist eine akademische Perspektive. Wenn wir nun von der Öffentlichkeit sprechen, vom historischen Bewusstsein, von kollektivem, massivem Bewusstsein, dann ist das natürlich der 22. Juni 1941. Gerne, indem wir auch noch über das Ende des Kriegs uns unterhalten. Und das ist dann nicht nur die Frage, ob es der 8. oder der 9. Mai ist aus deutscher Perspektive, sondern das geht noch ein ganzes Stück weiter, wann der Krieg in Asien endet. Und Herr Mauré als Letzter auf dem Podium, wann hat der Zweite Weltkrieg begonnen? Wir haben zwar ein bisschen überlegt im Deutsch-Russischen Museum, aber es ist der 1. September. Ja. Also, was war denn die Alternative? Der 17. oder? Nein, der 22. Juni 1941. Nein. Nicht wirklich. Also der 17. September war nicht so wirklich die Alternative zum 1. September. Aber das ist eine Kleinigkeit, da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Ja, wir wollen uns ja heute eigentlich über eine noch schwierigere Frage unterhalten. Wir brechen das ja. Wir sprechen jetzt nicht nur darüber, wie die Geschichte war und wie sie abgelaufen ist, sondern im Zentrum wird ja gleich stehen, und wie stelle ich das eigentlich in den Museen dar? Also wir reden hier aus der Perspektive gleich der Museumsmacher und nicht aus der Perspektive allein der Historiker, die darlegen wollen, was passiert ist, sondern wie stelle ich es eigentlich dar? Wie verändert sich Darstellung im Laufe der Zeit, vielleicht auch politischer Wechsel? Darüber werden wir sicher gleich auch noch zu sprechen haben. Jetzt stelle ich Ihnen aber erstmal mein Podium vor, und zwar dann gleich auch mit dieser Frage: Was ist eigentlich das Problem als Museumsmacher, wenn man mit dem Zweiten Weltkrieg umgeht und der Darstellung in den Museen, der seiner Geschichte in den Museen? Das muss jetzt nicht eine Einsatzantwort sein. Jetzt können Sie dann gleich ein bisschen mehr ausholen. Natürlich nicht zu lange, damit wir hier nicht eine Abfolge von lauter Co-Referaten haben. Aber Herr Machtsewitsch, fangen wir doch mal mit Ihnen an. Sie sind Gründungsdirektor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Jetzt muss ich sagen, gewesen. Manche von Ihnen haben das ja auch verfolgt, dass es darum parteipolitische Kontroversen in Polen gab. Das können wir aber auch später beim Glas Wein noch aussortieren. Das muss jetzt nicht im Zentrum unseres Podiumsgesprächs hier stehen. Sie sind außerdem Professor am Institut für politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Sie sind jetzt Gastdozent oder Stipendiat am Imre Kertész-Kolleg in Jena. Und Sie waren Mitbegründer des Institut Pamięci Narodowej, also des Instituts für nationales Gedenken in Polen. Was sind die speziellen polnischen Herausforderungen bei der Darstellung des Zweiten Weltkriegs im Museum? Ich denke,
denke, in Polen, ähnlich wie auch in anderen Ländern, aber vielleicht ist es in Polen noch stärker da, hat die politische Situation einen Einfluss auf die Darstellung von Geschichte, auf die Darstellung des Zweiten Weltkrieges. Bis 1989 sprach man im öffentlichen Raum praktisch nicht vom Hitler-Stalin-Pakt, von der Zusammenarbeit zwischen Stalin und Hitler und von der dem Überfall der Sowjetunion auf Polen und über die Repression, die Deportation, über das Verbrechen von Katyn. Nach 89, nach dem Fall des Kommunismus, kam es zu einer Explosion des Interesses an diesen Themen. Ich würde sagen, dass in den 90er Jahren, in den ersten Jahrzehnten nach der Wiedererlangung von Unabhängigkeit und Demokratie, die Themen, die mit der Sowjetunion verbunden waren und der Rolle der Sowjetunion in dem Überfall auf Polen und der Besatzung von Polen, viel öfters besprochen wurden als die deutsche Teilnahme daran und die deutschen Verbrechen. Ich kann sagen, als wir begannen an der Ausstellung für das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig zu arbeiten, mussten wir uns mit bestimmten Erwartungen des polnischen Publikums messen. Die sehen verkürzt gesagt so aus. Der größte Teil der öffentlichen Meinung in Polen stellt auf eine Ebene die Rolle von Deutschland und der Sowjetunion im Überfall auf Polen. Und es gibt die Tendenz, dass man die deutschen Verbrechen mit den sowjetischen gleichsetzt. Und wir als Historiker, die das Museum gründeten, wussten natürlich, dass die deutschen Verbrechen zahlenmäßig viel größer ist, wenn wir auf den Besatzer zeigen sollten, der größere Verbrechen gegenüber den Polen begangen hat, dann wird das immer Deutschland sein und nicht die Sowjetunion. Und wir mussten bei der Ausstellung eine solche Sprache der Beschreibung in der intellektuellen und auch künstlerischen Dimension, denn eine Ausstellung hat ja auch immer mit einem gewissen Kunstwerk zu tun. Also die Ausstellung ist ein Kunstwerk. Und wir wollten die ganzen historischen Komplikationen zeigen, aber gleichzeitig die Verantwortung von Deutschland und der Sowjetunion entsprechend austarieren. Wir zeigen die deutschen Verbrechen von Anfang an, aber auch parallel die Teilnahme der Sowjetunion, der Hitler. Stalin-Pakt wird von einem sehr starken szenografischen Akzent gesetzt. Auf der einen Seite gibt es in einem sehr engen Korridor die Hakenkreuzfahne und auf der anderen die sowjetische Fahne. Bei den Polen erweckt das keine besondere Verwunderung. Aber ich habe mit vielen deutschen Historikern gesprochen, für die das zum Teil sehr schockierend war, dass man das gleichsetzte, dass man diese Symbole parallel zeigte und die Rolle der Sowjetunion und Deutschland parallel zeigte. Einerseits hatten wir die Politik, zweitens die Erwartungen der Gesellschaft, der Bevölkerung, die man auch nicht so beiseite schieben kann. Und drittens sind Tatsachen, die die Historiker festlegen wollen. Und man muss das alles miteinander verbinden. Für mich als Historiker war es offensichtlich, dass diese Verbindung der verschiedenen Perspektiven nie auf Kosten von Tatsachen stattfinden kann, was wir für die historische Wahrheit finden. Sie haben ja in Polen praktisch nicht nur eine Richtung von Veränderung des Geschichtsbildes, sondern Sie haben ein Hin und Her. Also es hat sich mehr als nur ein politischer Wandel mit Folgen für die bevorzugten Geschichtsbilder in Polen in den letzten 30 Jahren abgespielt, von denen davor gar nicht zu reden. Da gibt es ja auch dann Wendedaten wie 56 und 68 und 81, wo sich auch schon Geschichtsbilder verändert haben. Aber bleiben wir erstmal bei der generellen Herausforderung, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Museen aus diesen verschiedenen Perspektiven zu schildern. Frau Machotina, Sie werden ja das vor allem jetzt aus der litauischen Perspektive schildern oder versuchen uns die vielen litauischen Perspektiven aufzublättern. Und Sie, glaube ich, Sie haben auch eine Präsentation oder jedenfalls Bilder mitgebracht, um uns das zu erläutern. Bitte. Verzeihung, ich habe ganz vergessen, Sie natürlich auch vorzustellen. Frau Machotina ist natürlich auch Historikerin und sie ist jetzt in Bonn an der Universität. Sie hat an verschiedenen Universitäten St. Petersburg, Karlsruhe, Regensburg, München studiert und gearbeitet. Und unter den Publikationen möchte ich vor allem einen Titel hervorheben: Erinnerungen an den Krieg, Krieg der Erinnerungen. Litauen und der Zweite Weltkrieg ist 2017 erschienen, also noch relativ frisch. Sie finden das auch in Ihrer Einladung. Frau Machotina, bitte.
Ja, also wie ich bereits schon kurz angedeutet habe, ist der Krieg, der Zweite Weltkrieg, eine Leerstelle in der litauisch-nationalen Erinnerungskultur. Ne? Also in der nationalen Erinnerung, in der national-litauischen Erinnerung wird es nicht abgebildet, weil der wichtigste Erinnerungsort ist eben die sowjetische Besatzung von 39 bis 41 und dann die zweite sowjetische Besatzung von 44 bis 1990. Der Zweite Weltkrieg ist sozusagen lediglich im Kontext von Abfolge von Besatzungen relevant. Und da haben wir aber mit Litauen ein ziemlich spannendes Beispiel für eine Erinnerungskultur, die von den alternativen Erinnerungen, von anderen nationalen Gedächtnissen herausgefordert wird. Also ich habe schon angedeutet, es gibt eine jüdische Erinnerung an den Krieg und an den Holocaust. Es gibt eine polnische Erinnerung, es gibt eine russische Erinnerung an den Krieg. Und die sind alle konträr zum offiziellen Narrativ. Wir haben hier ein Beispiel mit dem ehemaligen Museum für Genozidopfer, heute heißt es Museum für Okkupation und Widerstand, ein Beispiel für diese Leerstelle. Ne? Also der Krieg bzw. das Narrativ der Ausstellung beginnt mit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt, aber es geht gar nicht um den Zweiten Weltkrieg. Der Krieg wird ausgeblendet. Bei Molotow-Ribbentrop-Pakt geht es vor allem um geheimen Zusatzprotokoll und sozusagen Annexion und sozusagen militärische Besatzung von Litauen und Okkupation, also Prozess der Sowjetisierung. Wir haben hier aber mit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt vor allem Stalin im Vordergrund der Erinnerung. So ähnlich wie im polnischen Beispiel wird das Jahr, werden die Jahre 39 bis 41 als am meisten tragische Zeit in der nationalen Geschichte gedeutet. Das ist der Beginn der Ausstellung, Molotow-Ribbentrop-Pakt, und das ist das Ende der Ausstellung. Das ist eben diese Gleichsetzung von den zwei verbrecherischen totalitären Regimen, wie es in Protestslogans bei dem baltischen Weg zum Ausdruck kam. Ne? Also Menschen haben vor 30 Jahren, also am 23. August 89, in einer gemeinsamen Aktion von Esten, Letten und Litauern gegen den Molotow-Ribbentrop-Pakt und gegen die illegitime Annexion von den baltischen Staaten an die Sowjetunion gesprochen. Und da das gab ist, es doch diese Menschenkette, die über mehrere hundert Kilometer... Genau, das ist der baltische Weg, der über zwei Grenzen ging. Nur für die, die den Begriff nicht kennen, wollte ich das nochmal machen. Ja, das ist wichtig zu sagen, weil hiermit wurde gesagt, das war ein illegitimer Anschluss unseres Gebietes. Ne? Also, und wir zeigen der Welt, wir sind dagegen, wir wissen von diesem Pakt. Ne? Damals hat der sowjetische Kongress der Volksdeputierten das noch gar nicht zugegeben. Wir wissen von diesem Pakt und das ist unser Signal an die Welt, wir möchten das revidieren. Und das ist der zentrale Erinnerungsort für die litauische nationale Erinnerung. Schauen wir weiter in der Ausstellung des Genozidmuseums. Wir haben gleich nach der Präsentation von Molotow-Ribbentrop-Pakt, wo Stalin im Vordergrund steht, vor allem die Rede von den Schrecken in der sowjetischen Besatzung. Also von dem sowjetischen Genozid ist die Rede, also Genozid an den, Litauern, die nicht kommunistisch gesellt waren. Der Einmarsch der Deutschen wird als kleineres Übel dargestellt. Es wird auch bei dem Einmarsch der Deutschen lediglich von sowjetischem Terror gesprochen. Wir haben hier also eine große Leerstelle von jüdischen Opfern und wir haben kein Wort von den Widerstand gegen den Nazismus oder gegen die deutsche Okkupation. Wir haben aber sowohl die tragische Erinnerung an die Deportationen der Litauer nach dem Krieg, also in der ersten Krieg, also in der ersten Juniwoche 41 wurden sie deportiert und dann anschließend auch nach dem Krieg. Wir haben ein sehr großes Thema von antisowjetischen Widerstand, also Partisanenwiderstand. Wir haben auch, und hier sprechen wir über die Sprache, in die in Museen gesprochen wird, um
Trauma, Verlust, Leiterfahrung darzustellen. Und wir haben sehr viele Anlehnungen an die visuelle Chiffre der Shoah, an Holocaust. Wir haben Gleise, wir haben Züge, wir haben einen Koffer. Das ist sozusagen der Weg, über eigenen Genozid zu sprechen, über den sowjetischen Terror an den Litauern. Wir haben aber auch hier die Präsentation dieses baltischen Weges. Ne? Da sehen wir eben diese Menschenkette, die sich gebildet hat. Und wir sehen sie wieder Erlangung der nationalen litauischen Unabhängigkeit. Wir haben aber in diesem Gebäude, in dem das Museum sich befindet, mehrere Schichten der Erinnerung, die sozusagen nicht präsentiert werden. Wenn wir uns die Graffitis an den Gefängniswänden anschauen, wir sehen hier polnische Namen aus dem Jahr 43. Dabei ist hier nur von KGB-Terror die Rede. Ne? Also hier wird eine Schicht einfach weggelassen und der deutsche Terror wird nicht präsentiert. Dabei gab es hier polnische Widerstandskämpfer gegen die Deutschen, es gab jüdische Widerstandskämpfer gegen die Deutschen. Die eigentlich wichtige Frage, die sich hier stellt, wie funktioniert, also was, wie ist es möglich, hier eine offene Erinnerungskultur auszugestalten, die mit Leben zu füllen. Eine offene Erinnerungskultur, die nicht schlicht mononational ist, sondern die diese Erinnerung beispielsweise integriert. Weil wir haben in der Tat Erinnerungsgemeinschaften in Litauen, wie die jüdische Erinnerungsgemeinschaft, die mit diesem Narrativ nichts anfangen können und die sozusagen sehr verbittert das aufnehmen, dass sie beispielsweise als Okkupantenhelfer bezeichnet werden, also jüdische Partisanen, die gegen die Nazis gekämpft haben. An Holocaust wird erinnert, sehr wohl, aber an die jüdischen Soldaten, an die jüdischen Partisanen wird in Litauen nicht erinnert, weil sie müssen dann sozusagen, sie haben an der falschen Seite gekämpft. Und als letztes, was sozusagen den Zweiten Weltkrieg auch in den Schatten stellt, in dem litauischen nationalen Narrativ, ist der sogenannte Krieg nach dem Krieg. Das ist der antisowjetische Widerstand nach dem Zweiten Weltkrieg. Krieg gegen die sowjetische Macht, was von litauischen Partisanen ausgetragen wurde, die sogenannten Waldbrüder. Also es ist sozusagen ein mononationales Narrativ und viele konträre Erinnerungsbilder, die mit diesem offiziellen Narrativ nicht mitgehen. Aber das ist hier im Museum nicht abgebildet. Lassen Sie mich noch kurz fragen, gibt es darüber Debatten in der litauischen Gesellschaft? Und ein Thema, man, aus der Perspektive eines solchen Volkes wie dem Litauischen, die sind einfach von zwei sehr übermächtigen Gegnern bedroht gewesen. Es hat dann auch sicher Kollaborationen gegeben. Wie weit wird das thematisiert oder nicht thematisiert? Sie sagten ja schon sozusagen, wenn man auf der falschen Seite Partisan war, war es ein Problem. Aber ich meine, es gibt ja zumindest in manchen westlichen Ländern dieses typische Bild von dem litauischen oder ukrainischen SS-Mann, der im Lager hilft. Nun ja, also dieses Bild hat in Deutschland auch eine bestimmte Funktion, nämlich eigene Verantwortung zu relativieren, um hinzuweisen, da waren doch die Ukrainer, die polnische Juden ermordet hatten oder die Litauer. Das ist auch der Mythos, ne, von der sauberen Wehrmacht, der damit unterstützt wurde. Nein, also der Holocaust war in Litauen nur möglich, weil es die deutsche Besatzung gab. Und das waren die Deutschen, die den systematischen Massenmord eingeleitet haben. Nun, es gab Kollaboration, sozusagen Litauern haben jüdische Nachbarn oft als Verräter, nationale Verräter gesehen, weil die Tatsache, dass Litauen 1939 Sowjets zugeschlagen wurde und nicht den Nazis, war für die litauischen Juden eine Überlebenschance. Das haben die Litauer nicht vergessen, 1941. Und deswegen kam es zu pogromartigen Ausschreitungen in den ersten Wochen, Juni 1941, als die Deutschen kamen. Das ist der Punkt. Über Kollaboration wird sowohl gesprochen im heutigen Litauen, vor allem im wissenschaftlichen Diskurs, aber es ist langsam auch die Bereitschaft, da eigene Familiengeschichte, eigene Verantwortung für den Mord an den jüdischen Nachbarn zu thematisieren in der Gesellschaft. Herr Vassiljev, Sie sind zu uns aus Moskau gekommen. Sie sind dort Professor
an der Nationalen Forschungsuniversität für Ökonomie eigentlich, interessanterweise. Sie sind außerdem außerordentlicher Professor am Institut für Ostmitteleuropa der Marie Curie-Skłodowska-Universität in Lublin. Das erklärt teilweise, warum Sie Polnisch sprechen, aber da müssen Sie uns trotzdem gleich noch was dazu sagen, denn ich glaube, Ihre Polnischkenntnisse kamen zuerst und der Lehrauftrag in Lublin kam hinterher. Fangen wir doch damit an und dann sagen Sie uns, also wie sind Sie zu Ihrer perfekten polnischen Sprachbeherrschung gekommen, sodass wir hier nicht noch einen Dolmetscher mehr brauchen? Und dann sagen Sie uns etwas über diese Herausforderung aus Ihrer Sicht in Russland, den Zweiten Weltkrieg in Museen darzustellen. Dziękuję. Dankeschön. Ich kann genauso beginnen wie Herr Professor Machcewicz, denn selbstredend die Geschichte des Zweiten Weltkrieges ist in Russland sehr wohl politisch und auch sehr stark politisiert, aber etwas anders als das in Polen der Fall ist. Sofort nach der politischen Wende von 1991, nach den August-Ereignissen von 1991, Russland als neuer Staat suchte für sich ein neues historisches Narrativ. Und dann gab es eine ganz kurze Phase, in der die russischen Intellektuellen versuchten, den Machthabern ein Narrativ vorzuschlagen, ähnlich wie in den baltischen Ländern. Also ein Narrativ nach dem Modell eines neuen Anfangs. Das heißt, die Geschichte Russlands war normal bis zur Revolution von Februar 1917. Danach gab es den sowjetischen Putsch mit der totalitären Phase, die gar nicht zur wahren russischen Geschichte gehört, sondern das war eine Phase des Totalitarismus. Und seit August 1991 kehren wir zurück in die normalen Bahnen der Geschichte zurück. Und von nun an beginnen wir die Demokratisierung des russischen Staates. Also wir setzen dort an, wo Oktober 1917 es unterbrochen hatte. Sehr häufig spricht man, dass es Putins Zeiten seien. Aber schon im späten Jelzin begann eine allmähliche Rückkehr zum Konzept der Fortsetzung der russischen Geschichte seit dem Imperium bis hin zur sowjetischen Zeit, über die sowjetische Zeit, bis in die postsowjetische Zeiten und. Und selbstredend, das alles um die sowjetische Geschichte in dieses Narrativ aufzunehmen. Das beste Instrument dafür war der Zweite Weltkrieg, vor allem in diesem russischen Narrativ nicht der Zweite Weltkrieg, sondern der große Vaterländische Krieg. Und nicht nur der große Vaterländische Krieg, denn es gab noch eine weitere Akzentverschiebung in Putins Zeiten, sondern da ging es vielmehr nur noch um den Sieg. Denn der Schwerpunkt lag vor allem auf dem Sieg. Ich kann nur kurz sagen, welche Probleme vor Museumsmenschen stehen und wie sieht das mit dem Museumsnarrativ aussieht. Was kann man mit dem sowjetischen Staat anfangen? Der Staat will zurückkehren zur Darstellung des Krieges aus der sowjetischen Perspektive. Kann man den Krieg aber aus einer anderen Perspektive, auf eine andere Weise darstellen? Hier würde ich vielleicht drei Perspektiven nennen wollen, die es an drei Museen gibt, in drei russischen Museen. Die erste Perspektive, das ist der sogenannte Siegespakt.
Kein Problem. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Also ich habe davon gesprochen, dass wir von drei Perspektiven sprechen können, die es an drei russischen Museen gibt. Die erste Perspektive, dargestellt im sogenannten Siegespark. Das ist ein Memorialkomplex, errichtet in später sowjetischen Zeit, eröffnet 1995 im Neuen Russland. Und dieses Narrativ dieses Siegesparkes, das ist absolut sowjetisch. Wenn man dieses Museum besucht, dann sieht man noch vor dem Museum einige Steine und an jedem dieser Steine steht irgendein Datum. Das erste Datum, das den Menschen ins Auge fällt, das ist das Jahr 1941. Und das letzte Datum, das ist das Jahr 1945. Noch bevor man das Museum betreten hatte, ist alles klar. Der Krieg dauerte von 1941 bis 1945. Die Ausstellung sieht wie folgt aus. Ein friedliches, glückliches, sowjetisches Leben. Wirtschaftliches Wachstum. Alles war blendend, schön und gut. Es hat viel Arbeit gegeben, die Pioniere und. Und danach, am 22. Juni 1941, wie die sowjetischen Lehrbücher das verfasst haben, auf die friedlich schlafenden sowjetischen Städte fielen deutsche Bomben und der Krieg begann. Also ein mythologisches Narrativ, Fortsetzung dessen, was es zu Sowjetzeiten gab. Alles, was zwischen 1939 und 1941 passierte, das war eher die Vorkriegszeit. Das war noch nicht der Krieg, das waren Vorkriegszeiten. Ein etwas anderes Narrativ erleben wir in einem Park, der vor kurzem entstanden ist, auf Initiative von Präsident Putin und seiner Entourage. Das steht in Verbindung mit der orthodoxen Kirche. Das ist der bekannte Park mit dem Namen Meine Geschichte. Diese Ausstellung hat eher kirchlich-imperialen Charakter und weniger sowjetischen Charakter. Da werden Akzente anders verlagert. Sie sprechen von Stalin, Sie sprechen von Gulags und Sie sprechen von Hitler-Stalin-Pakt. Und der Krieg bringt sich ein in eine eschatologische russische nationale Tragödie. Und das dritte Narrativ hat positivistischen Charakter. Schlichtweg geht es hier um die Geschichte von Kampfhandlungen. Das ist die Geschichte der Armeegeschichte. Und diese Geschichte erleben wir hauptsächlich im Museum der Militärkräfte. Das gibt es. Zunächst der Roten Armee, dann also der Sowjetarmee, jetzt der russischen Armee. Und die Ausstellung zeigt vor allem die Militärgeschichte. Meiner Ansicht nach ist das am interessantesten und am wenigsten politisiert und ideologisiert, denn hier erleben wir verschiedene militärische Ereignisse aus den 30er Jahren, dann auch noch den Pakt und die Annexion der baltischen Staaten und selbstredend dann auch noch den großen Vaterländischen Krieg. Sehr wohl, das ist das Hauptmotiv dieses Museums. Das ist die Situation bei uns. Und noch die letzte Bemerkung. Interessant ist, dass sich am Roten Platz das wichtigste russische Museum befindet, ein sehr bekanntes historisches Museum mit einer symbolischen Adresse, Roter Platz 1. Aber die Ausstellung dieses Museums, er hat nicht nur keinen Vaterländischen Krieg, sondern dort gibt es gar kein 20. Jahrhundert. Eröffnet wurde es Ende des 19. Jahrhunderts, zu Zeiten von Zar Alexander III.
Und die Geschichte endet dort mit den Zeiten von Alexander III. Ende des 19. Jahrhunderts. Dankeschön. Nachfrage, Sie haben aber noch unterschlagen, wann und wie Sie Polnisch gelernt haben. Da bin ich jetzt doch noch neugierig. Kiedy jak pan się nauczył polskiego? Ich habe Polnisch noch in Moskau an der Universität gelernt und nach meinem Doktorandenstudium. Nicht während des Studiums, sondern nach dem Doktorandenstudium, denn ich mochte die polnische Kultur sehr gern, auch die polnische Literatur. Und das war der Anfang der Nullerjahre. Polnische Geschichte jetzt innerhalb Russlands nicht. Nur hätte ja sein können, dass Sie da noch familiäre Verbindungen oder was auch immer haben. Und das Zweite, wie geht man denn heute mit dem Hitler-Stalin-Pakt um und mit der Geschichte mit der zweiten Hälfte des September? Ich meine, es gibt ja auch da eine offizielle Erzählung, dass man zum Schutz der russischen Minderheiten und so weiter, aber übergeht man das ganz? Wir hatten ja auch mal eine Zeit direkt nach der Wende in Moskau unter Jelzin, wo Unterlagen übergeben wurden, sowohl zum Hitler-Stalin-Pakt wie zu Katyn und so weiter. Also es gab ja eine Zeit, in der man offener geredet hat. Wie geht man damit heute um? Das ist schon fast die nächste Runde, aber trotzdem, ich dachte, ich frage das schnell noch an dieser Stelle. Was meine familiären Wurzeln anbetrifft, ich stamme aus Smolensk. Das könnte sein, dass ich polnische Wurzeln habe, aber ich weiß es nicht genau. Aber wenn wir jetzt vom Narrativ zum Hitler-Stalin-Pakt sprechen, ist es besser, das aus einer Perspektive von 30 Jahren zu sagen. Das war eine Veränderung, die in mehreren Etappen stattgefunden hat in diesem Narrativ. Das erste war noch das sowjetische Narrativ in der sowjetischen Zeit, als man sagte, man sprach vom Pakt, aber nicht von den Zusatzprotokollen zum Pakt. Und dieser Pakt wurde dargestellt auf die folgende Weise: Die Sowjetunion hat die ganze Zeit für den Frieden gekämpft. Die Sowjetunion hat nach Verbündeten gesucht. Aber Frankreich und Großbritannien wollten die Bemühungen der Sowjetunion, die friedlichen Bemühungen der Sowjetunion nicht unterstützen. Sie wollten keine Koalition mit der Sowjetunion eingehen. Und aus diesem Grunde hatte die Sowjetunion keine andere Lösung und musste was tun für ihre Sicherheit. Ganz einfach. Und dann in diesen polnischen Gebieten führte die Sowjetunion ihre Mission der Verteidigung der ukrainischen und belarussischen Bevölkerung. Und was die baltischen Länder anbetrifft, so fand dort eine Revolution statt, eine Volksrevolution, keine Annexion. Die Sowjetunion war einfach dann einverstanden, diese Staaten zu übernehmen, die es selbst gewollt haben. Und so weiter und so fort. Alles klar, nicht wahr? Dann auch die Sowjetunion konnte nichts anderes tun, ja? Weil die baltischen Staaten unbedingt mit rein wollten. Und das war aber das sowjetische Narrativ. Später, im Jahre 89, beim zweiten Kongress der Volksabgeordneten in der Zeit von Gorbatschow, während der Perestroika, wurde zum ersten Mal von der Existenz der Zusatzprotokolle gesprochen und der Pakt mit den Protokollen wurde sozusagen verdammt und es gab die Entscheidung des Parlaments darüber oder ein Beschluss, dass dieser Pakt und die Zusatzprotokolle und jegliche Verträge zwischen der Sowjetunion und dem Dritten Reich rechtlich ungültig waren ab dem Moment, wo sie unterzeichnet worden sind. Das war die offizielle Position der Sowjetunion 89. Später, im Jahre 2009, auf der Westerplatte in Danzig, da trat Präsident Putin auf und er hat tatsächlich diese
Verdammung dieses Pakts wiederholt. Und sein negative Verhältnis zum Pakt erinnerte auch an München 38. Und er schrieb das in ein Narrativ ein von einem unglücklichen Außensituation dieser Zeit überhaupt und so weiter. Aber heute, wie sieht es heute aus? Heute haben wir seit dem Treffen von Putin und Angela Merkel, das ist ziemlich symbolisch, Angela Merkel hat Putin 2015 getroffen und bei diesem Treffen unterstützte Putin bereits diesen Pakt und sagte, die Unterzeichnung dieses Hitler-Stalin-Pakts wäre notwendig gewesen, um die Sicherheit der Sowjetunion abzusichern. Und er entschuldigte die Unterzeichnung dieses Pakts. Und tatsächlich ist das so. Offiziell, also wenn der Präsident etwas gesagt hat, dann kann es ja kein anderes offizielles Narrativ sein. Und es ist die tatsächlich das sowjetische Narrativ mit einem imperialen Zusatz. Denn dieses Thema wird nicht offen angesprochen, wurde nicht in der sowjetischen Zeit offiziell angesprochen, aber der heutige Kulturminister und der Vorsitzende des Militärvereins, Mitinsky, beide sagten, das ging um die nicht nur um die Sicherheit, sondern das wäre ein Triumph der sowjetischen Diplomatie gewesen. Es hat einen Artikel darüber veröffentlicht, zu diesem Thema, der Triumph der sowjetischen Diplomatie. Wollte ich erst auch Jörg Moret hier mit die Gelegenheit geben zu sprechen. Sie sind ja jetzt in dieser ersten Runde in einer pikanten Doppelrolle. Sie sind natürlich sozusagen der Vertreter der deutschen Geschichte, des deutschen Geschichtsbildes, ein bisschen in der Mangelung eines anderen. Aber Sie sind ja nur auch Direktor des Deutsch-Russischen Museums in Karlshorst. Sie selber sind Westdeutscher. Sie sind in Westdeutschland geboren, aufgewachsen, haben dort Geschichte studiert. In Essen sind Spezialist für russische und sowjetische Geschichte gewesen. In Bochum. Und Sie sind Mitglied der Deutsch-Russischen Historikerkommission. Und Sie haben ja dieses Museum in Karlshorst 2013, also die Ausstellung dort, einer Renovierung oder wie auch immer unterzogen. Bitte schildern Sie das doch mal gleich. Das ist ja jetzt, einerseits haben wir eine politische Veränderung, aber es ist ja auch eine andere Funktion. Nicht? Es war ja früher das Museum der bedingungslosen Kapitulation. Und es soll ja nicht nur das heute sein. Was sind diese speziellen Herausforderungen für Sie in dem Museum in Karlshorst und was hat sich da 2013 gegenüber früheren Jahren verändert? Um da gleich an meinen Vorredner anzuschließen, all die von Herrn Wassiljew genannten Museen sind unsere staatlichen Partner, mit Ausnahme der orthodoxen Kirche. Da haben Sie schon mal das Setting. Das hat sich Anfang der 90er Jahre so gebildet. Das hat zu tun mit dem Abzug der sowjetischen russischen Truppen aus Deutschland. 1994 ist er dann, kommt er zu einem Ende. Das ist der Moment, wo dieses Museum in Karlshorst überführt wird in eine deutsch-russische Trägerschaft. Bis dahin waren wir tatsächlich seit 1967 ein sowjetisches Militärmuseum. Der volle Name war Museum der bedingungslosen Kapitulation des faschistischen Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg 1941 bis 1945. Jetzt heißen wir vom deutschen Vereinsrecht her einfach nur Museum Berlin Karlshorst e.V. Aber im Volksmund Deutsch-Russisches Museum, weil tatsächlich diese beiden Länder diese Vereinsgründung umgesetzt haben. Wir haben in unserem Verein als institutionelle Mitglieder die drei Ministerien Kultur, Verteidigung und Äußeres Deutschlands und Russlands. Auch das macht einfach den Rahmen schon mal klar. 1995 gab es eine komplett neue Ausstellung, wo also auch der Hitler-Stalin-Pakt mit dem geheimen Zusatzprotokoll, also auch da kann ich mich Herrn Wassiljew vollkommen anschließen. Das fällt also in die Zeit, in der dieses vollständige Dokument mit dem geheimen Zusatzprotokoll publiziert worden ist. In unserem Museum wird die Kopie aus dem Archiv des sowjetischen Außenministeriums gezeigt. Also 1995, ganz aktuell, so wird auch der entscheidende ZK-Beschluss zur Erschießung der polnischen Offiziere, Kriegsgefangenen in Katyn gezeigt und wir zeigen es bis heute. 2013 haben wir das dann eben komplett überarbeitet. Also es ist nicht nur eine Renovierung, sondern es ist grundlegend neu angelegt.
Das war dann schon in einer anderen Zeit, aber grob gesagt noch vor Krim. Also die Krim-Annexion ist 2014. Wir sind also genau das knappe Jahr zuvor fertig geworden und das ist durchaus wichtig. Und ich möchte auch eindeutig ganz klarstellen, das, was da seit 1994 gewachsen ist in der Zusammenarbeit, was wir auch 2013 in einer Zusammenarbeit realisiert haben als Dauerausstellung, das trägt bis heute. Also gerade das Zentrale Museum der Streitkräfte, Herr Vassiljev hat gesagt, ist merkwürdig unpolitisch. Das ist eine ganz große Stütze für uns. Was allerdings nicht geht, das kann ich auch klipp und klar sagen, dass man sich mal hinsetzt und so die ganzen geschichtswissenschaftlichen Positionen mal so durchdiskutiert. So, wir haben da natürlich jetzt auch, ich sagte es schon eingangs, überlegt, die Hauptgeschichte, die in Karlshorst seit 1995 erzählt wurde, war der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. So rum gesehen beginnt das im Juni 1941. Gibt es auch gleich wieder ein Aber wissenschaftlich gesehen, aber das war sozusagen Stand der Dinge. Deswegen war durchaus der Gedanke da, na klar, dann fangen wir doch mal gleich mit unserer Geschichte an. Also von mir aus mit Dezember 1940, Weisung Barbarossa, Hitler gibt den Befehl an die Wehrmacht, bereitet diesen Feldzug gegen die Sowjetunion vor. Daraufhin gehen alle möglichen Ministerien, die SS, Polizei und sonstige Instanzen in die Planung. Das läuft das ganze Frühjahr 1941 über und am 22. Juni 1941 geht es los. Und diese Planungen werden eben sehr rasch umgesetzt, am Ende nicht vollständig, denn die Wehrmacht verliert am Ende diesen Krieg. Und so rumgesehen hätten wir jetzt auch zeitlich dann so die ideale Doppelung zum großen Vaterländischen Krieg gehabt, eben vom 22. Juni 1941 bis, da kann man sich noch streiten, 8. oder 9. Mai 1945. Da haben wir dann aber sozusagen doch als überwiegend deutsches Kuratorenteam gesagt, nee, das geht nicht. Der Zweite Weltkrieg beginnt am 1. September 39. Wir hatten, wie gesagt, das Dokument des Hitler-Stalin-Pakts schon immer drin in der Ausstellung. Wir müssen auch dem Publikum erklären, warum gibt es eine gemeinsame Grenze zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion 1941. Also haben wir sehr rasch die Darstellung dieser Ereignisse ab dem 1. September 39 mit in die Ausstellung aufgenommen. Auch da würde ich jetzt mit 6 Jahren Abstand sagen, das hält sicherlich einer heutigen ausdifferenzierten Betrachtung so nicht mehr stand. Ist aber ein Stück weit gewachsen aus dieser Geschichte heraus, dass es eben 1995 überhaupt in dieses bis dahin alleinige sowjetische Narrativ hineingenommen wurde. Und ist dann auch schon 2011, 12, als wir das dann in den Gremien diskutierten, da bahnte sich dann nachher auch der zweite Durchlauf Putin, also sozusagen faktisch die dritte Amtszeit der Präsidentschaft Putin dann an. Das war durchaus zu merken in der Art, wie diskutiert wurde. Und damit war klar, wir kommen über den Stand von 1995 nicht hinaus. Gerade bei diesem Thema des Hitler-Stalin-Pakts. Denn es ist so, wie Vassiljev sagte, es hat eben diese höhere Deutung bekommen, dass dieser Pakt eine Meisterleistung der Staatenlenkung Stalins war und er damit eben den Bestand der Sowjetunion, den imperialen Bestand, kann man fast sagen, gerettet hat. Und das ist auch nach wie vor ein Narrativ, was sich jetzt ganz stark durchzieht. Also alle Anstrengungen des Krieges sind gerechtfertigt, weil sie zum Sieg beigetragen haben und auch alles, was vorher war, also der ganze Gulag, die Kollektivierung, der große Terror, alle Unannehmlichkeiten der sowjetischen Geschichte finden eine Erfüllung darin, dass der Sieg errungen wurde. So, wir nehmen das durchaus auf, dass eben die Sowjetunion sich mobilisiert als Gesellschaft, dass sie diesen Sieg erringt. Und naja, wir haben den historischen Ort der Kapitulation in Karlshorst. Also im Saal sitzen am Ende die 4 Siegermächte. Es sind eigentlich nur 3 Siegermächte in der Anti-Hitler-Koalition, also Großbritannien, USA, Sowjetunion. Frankreich rutscht dann auf den letzten Metern noch mit ran an den Tisch. Das will ja auch erklärt sein, warum da also nun 4 Fahnen unten an der Wand hängen und vor 4 Ländern letztendlich die Wehrmacht diese Kapitulation erklärt. Wir nehmen das rein in unser Narrativ. Wir bleiben aber schon sehr stark an dieser Hauptachse Vernichtungskrieg. Und haben dann aber stärker als 1995 auch die sowjetische Seite. Also was macht die sowjetische Seite, um sich diesem Vernichtungskrieg zu entziehen?
Wir haben dann auch einen kleinen Abschnitt drin, um diese Anti-Hitler-Koalition einzuführen. Auch das ist ein ganz interessanter Aspekt, der heute gerne wieder unter den Tisch gefallen lässt. Den lässt man heute gerne wieder unter den Tisch fallen in der Russischen Föderation. Wie kommt diese Anti-Hitler-Koalition zustande? Das geht eben über Militärhilfe, dieses Leihpachtabkommen. Das ist in den 90er Jahren durchaus in Russland diskutiert worden, ist jetzt wieder vollkommen verschwunden von der Agenda. Es ist auch nach wie vor ja heute wieder ganz stark dieses alleinige Verdienst der Roten Armee, der Sowjetunion an diesem Sieg. Ist vielleicht ein bisschen abgemildert, die Rote Armee habe die Hauptlast getragen, beziehungsweise habe den größten Anteil am Sieg, das wird gern positiv formuliert. Das diskutieren wir jetzt so nicht aus in unserer Ausstellung. Gehen aber auf die baulichen Hinterlassenschaften, die wir im Haus haben, durchaus ein. Das sind Formen von Überbauung, also im Saal der Kapitulation sind damals 1967 große Marmortafeln angebracht worden, die ehren die ganzen Einheiten der Roten Armee, die an der Befreiung Berlins im April 1945 teilgenommen haben und den Ehrentitel Berlin, Berliner Brigade, Berliner Regiment und so weiter bekommen haben. Und das sind natürlich nur Einheiten der Roten Armee. Aber hier entsteht eben so ein bisschen der Eindruck, dass nur die Rote Armee diesen Sieg erfochten habe. Und also auch die polnische Panzerarmee, die durchaus dabei war, wird dann natürlich nicht erwähnt. Das fangen wir dann in unseren Führungen auf. Das kontextualisieren wir auch durch unsere Texte, die wir dort haben. Also man kriegt das schon raus. Aber ich muss schon sagen, also was 2013 gut an den Start gegangen ist, also was nach wie vor auch viel Anerkennung beim Publikum bekommt, gerät aber tatsächlich durch die jüngere politische Entwicklung ein bisschen in Bedrängnis, weil sich eben bestimmte Zuordnungen ändern und eben wirkungsmächtige Narrative in den Raum gestellt werden, auf die wir so nicht eingehen. Lassen Sie mich noch eine Nachfrage stellen, die ist für Deutsche natürlich immer sehr, sehr knifflig und ich finde, die kann auch von Deutschen nicht zu offensiv vorangetrieben werden, aber sie gehört eben letzten Endes doch zur Versuch, etwas näher an die Abläufe zu kommen. Das ist der Wechsel der Rolle der Sowjetunion. Sie ist ja, wenn ich das jetzt mal versuche, zwar neutral, aber trotzdem klar auszudrücken, sie ist ja zu Beginn des Krieges Mittäter. Und sie wird dann, wie andere Nationen vorher schon, zu einem angegriffenen Land, in dem schreckliche Verbrechen von der Wehrmacht, der SS, anderen verübt werden und wird dann sozusagen zu der von der Opfermacht auch zur Siegermacht. Nicht? Inwieweit kann man sowas, können Sie sowas diskutieren oder eher nicht? Oder wird dann relativ schnell klar, naja, also da solltet ihr Deutschen euch aber mal zurückhalten? Oder wie läuft sowas ab? Also es geht. Man muss sich grundsätzlich klar machen, dass die beiden Diskurse, Wissenschaftsdiskurse in der Russischen Föderation und Deutschland sehr wenig bis gar keine Berührungspunkte haben. Also das, was hier erforscht wird, wird in Russland nicht rezipiert und umgekehrt. Es gibt auch ganz unterschiedliche erkenntnisleitende Fragestellungen. Also Herr Wassiljew hat schon auf die Schlachtengeschichte verwiesen. Das ist das, was in der Russischen Föderation im Mittelpunkt steht. Das interessiert ja keinen. Die ganze Holocaust-Forschung interessiert wiederum in Russland keinen. Das war auch 1995 durchaus ein konzeptionelles Problem. Es ist sehr ausführlich der deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion dort in Karlshorst dargestellt worden. Und das Publikum fragte sich dann unten im Kapitulationssaal, wenn die ganze Zeit Opfer waren, warum ist vor denen dann kapituliert worden? Wie konnten die Sieger werden? Das haben wir versucht 2013 ein bisschen klarzumachen. Und das war jetzt auch relativ einfach, weil eben von russischer Seite dieser Siegerdiskurs schon immer da war. Er ist bloß in Deutschland so auch nicht wahrgenommen worden. Und das ist vielleicht auch eine kleine Denkblockade jetzt vor allen Dingen, ich sag mal, der stark westdeutsch dominierten Diskussion in den 80er Jahren, wo man sich erstmal klar wurde, ja, dass die Wehrmacht in diese Verbrechen involviert waren. Das ist schon auch ganz stark eine Schulddiskussion, die aber tatsächlich die Sowjetunion nur als Opfer sah und darüber eben verkannte, dass das auch ein Akteur war. Und dann kam man in die Gefilde des Historikerstreits, dass es also verboten ist, diese beiden totalitären Systeme gleichzusetzen. Herr Machtsiewicz hat es schon sehr schön gesagt mit der roten Wand oder den roten Wänden in Danzig. Jeder deutsche Historiker in den 80er Jahren ausgebildet sagt, das geht gar nicht, weil das eben diese Gleichsetzung ist. Und das schwappte so ein bisschen rüber bei uns in Karlshorst. Und
Naja, ich denke schon, dass wir es jetzt ein bisschen besser in den Griff bekommen haben. Und aber in der Kurzfassung, es klappt auch deswegen, weil letztendlich beide Diskurse relativ unberührt nebeneinander stehen. Das ist ein wichtiges Stichwort. Das ging mir auch so, als jetzt ich im Mai in Moskau war und wir zum Teil auch ganz andere Themen diskutierten. Aber dieses überhaupt nicht, also ein bisschen so aneinander vorbeireden, weil bestimmte Diskussionen, die im anderen Land stattfinden und uns Besucher aus dem Westen ging es natürlich vor allem so, dass westliche Diskussionen, egal ob über die Krim, über Sanktionen, was auch immer, man hat das Gefühl, unsere russischen Gesprächspartner verstanden gar nicht, worüber wir reden, weil sie an diesem Diskurs nicht beteiligt sind und das sozusagen nicht, man stößt nicht auf etwas, das ist zwar unangenehm, aber bekannt und man kann sich dazu irgendwie verhalten, abwehrend, vermittelnd, wie auch immer, sondern man hat so das Gefühl, man hat es mit Leuten zu tun, denen gar nicht klar war, dass bestimmte Dinge so diskutiert werden, woanders. In Deutschland ist kürzlich ein Buch erschienen der Historikerin Frankfurt-Oder Claudia Weber über den Pakt, der im Wesentlichen die rote Linie des Buches ist, dass der Hitler-Stalin-Pakt nicht ein Ereignis ist, das aus den Tagen damals zustande kommt, sondern dass eine sehr, sehr, sehr lange Kontinuität deutsch-russischer oder deutsch-sowjetischer Kooperation bei der Unterdrückung oder der Beherrschung der zwischen ihnen liegenden Völker gibt. Und das ist, glaube ich, eigentlich beeindruckend an diesem Buch. Falls Sie es noch nicht kennen, vielleicht haben Sie mal die Gelegenheit reinzuschauen. Das ist sicher auch ein Zugang zu dieser ganzen Frage, der in Moskau oder auch in Karlshorst noch schwierig ist. Wir haben jetzt schon sehr viel über die Veränderung von Geschichtsbildern gesprochen und trotzdem wollte ich darauf jetzt noch mal eingehen, Herr Machtsevich, Frau Machutina und Herr Vassiljev und dann Herr Mori. Wir haben es zum Teil mit einer einmaligen Veränderung der politischen Koordinaten zu tun, die zu anderen Bedürfnissen an Narrativen führt. Und in manchen Ländern haben wir es mit mehreren Wechseln dieser politischen Konstellationen zu tun, die vielleicht auch zum Teil zu einem Hin und Her führt. Und mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, das als gut und schlecht zu bewerten, sondern dass auch das Publikum ein bisschen besser versteht, woran kann man das festmachen? Was ist auf einmal nicht mehr da im neuen Narrativ, was vorher ganz wichtig war und wo es vielleicht auch schade ist, dass trotz der politischen Konnotation einer besonders betonten Erzählung vorher, dass sie ganz verschwindet, ist irgendwie auch nicht ganz okay, weil sie ja doch wichtig war. Also ich frage das jetzt so theoretisch, aber wenn Sie uns jetzt einzelne Beispiele nennen können, wo Sie sagen, das ist jetzt mal ein Detail des Narrativs, das ist aber von der politischen Konnotation unheimlich wichtig für die Debatten, die wir entweder in unseren Nationen über die Geschichtsbilder im Laufe der Zeit geführt haben oder die wir bei der Debatte über die Museumsausstellung geführt haben. Wollen Sie anfangen, Herr Machtsevich, und dann gehen wir hier wieder durch. Ja, ich denke, das, was dem Museum des Zweiten Weltkrieges zugestoßen ist, ist wohl das greifbarste und konkreteste Beispiel dafür, wie die Politik Museen und das historische Narrativ beeinflusst. Bevor das Museum fürs Publikum eröffnet wurde, als wir erst vom Projekt der Ausstellung sprachen, wurde es sehr scharf kritisiert und angegriffen von der polnischen nationalen Rechten, vor allem von der Partei Recht und Gerechtigkeit von Jarosław Kaczyński, der sehr an Geschichte interessiert ist und für unser Museum von Anfang an großes Interesse hatte. Was interessant ist, die meisten Angriffe gegen das Museum, das ich gründete, betraf keine konkreten Dinge. Es betraf die generelle Herangehensweise, und zwar das, dass wir in der Ausstellung nicht nur die polnische Erfahrung zeigen wollten, sondern auch die Erfahrung anderer Völker. Und das wurde fundamental verworfen. Unsere Gegenstimmen sagten, ein polnisches Museum, das für polnisches Geld entsteht in Polen, sollte nur polnische Geschichte erzählen. Denn wenn wir da das Leid anderer Völker während des Krieges zeigen oder die Widerstandsbewegung, die andere Völker organisiert haben, dann wird die Außergewöhnlichkeit Polen, sowohl wenn es um das Leid als auch um das Märtyrertum geht, verringert werden. Meine Herangehensweise war fundamental anders. Ich war der Meinung, dass die
die besonderen Merkmale der polnischen Geschichte am besten vor einem breiteren Hintergrund gezeigt werden können, wenn wir Polen vor dem Hintergrund anderer Völker zeigen. Und das war der Streit, der hat auf dieser Ebene stattgefunden. Und das nahm manchmal, ich würde sagen, kuriose Formen an. Jarosław Kaczyński sagte einmal in einem Fernsehinterview, das Museum des Zweiten Weltkrieges sei kein polnisches Museum, das sei den Polen von Deutschland aufgezwungen worden und es sei ein Geschenk von Donald Tusk für Angela Merkel. Und wir können natürlich darüber lachen, obwohl das für mich persönlich nicht sehr komisch war. Aber das gibt eine bestimmte Denkweise wieder über die Geschichte und es gibt auch die Sprache wieder. Die Sprache des Radikalismus, die sich eigentlich von den Fakten so sehr entfernt, dass man da eigentlich keine rationale Diskussion aufnehmen kann darüber, was sich im Museum tatsächlich befindet. Die zweite Strömung der Angriffe gegen das Museum war so, dass wir uns auf das Leid der Zivilbevölkerung konzentrieren würden und wir aber vor allem die Schlachten der polnischen Soldaten zeigen sollten. Und auf diese Weise würden wir den polnischen Beitrag der polnischen Streitkräfte während des Zweiten Weltkrieges verringern. Dann, nachdem ich aus dem Museum hinausgeworfen wurde, nahm man bestimmte Veränderungen vor und an denen kann man sehr gut beobachten, wie das neue historische Narrativ konstruiert wird. Also, Recht und Gerechtigkeit, die PiS kritisierte, dass es am Ende der Ausstellung die Bevölkerungsverluste der einzelnen Staaten gezeigt werden in allgemeinen Zahlen. Und da steht die Sowjetunion an erster Stelle, weil da 27 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Und danach kam Deutschland und Deutschland kam vor Polen. Und was hat man gemacht? Man hat die Statistik verändert. Und man hat die prozentuellen Verluste der Zivilbevölkerung gezeigt und da steht Polen auf Platz 1. Man hat neue Elemente hinzugefügt, die die Rettung von Juden durch Polen betreffen. Man hat die Information hinzugefügt, dass Polen während des Krieges über 100.000 Juden gerettet haben sollten. Die Historiker aber wissen, dass in polnischen Gebieten unter deutscher Besatzung maximal 40.000 bis 50.000 Juden überlebt haben und ein Teil davon in deutschen Lagern. Das ist also eine geschichtliche Fälschung. Was noch? Es gibt so eine Abteilung des Museums zur Partisanenbewegung. Wir haben polnische Partisanen, sowjetische Partisanen, jugoslawische und französische Partisanen gezeigt. Und bei den sowjetischen gab es eine Information, die mit den historischen Fakten übereinstimmten, dass durch die Reihen der sowjetischen Partisanen 500.000 Menschen durchgegangen sind. Und dann sah man daran, dass das mehr eine Massenbewegung als in Polen war. Und da hat man diesen Satz einfach weggestrichen, wo man über 50.000 sowjetische Partisanen gesprochen hat. Man hat neue Fragmente der Ausstellung hinzugefügt, über das Leid der polnischen Priester zum Beispiel, die von den Deutschen ermordet wurden, obwohl das Thema vorher schon angesprochen worden war. Aber man wollte, dass da mehr über die katholischen Priester ist. Und das ist die konkreteste Ebene der Veränderung, die man am Beispiel des Museums des Zweiten Weltkrieges verfolgen kann. Aber auch woanders passieren interessante Dinge. Und da kommt es oft zu sehr widersprüchlichen Ereignissen, widersprüchlichen Themen, die nebeneinander stehen. Einerseits benutzt die heutige Regierung, der PiS, die antideutsche Karte. Man spricht über die deutschen Verbrechen und die polnische Regierung verlangt Kriegsreparation. Andererseits ist es so, dass der Antikommunismus der regierenden Nationalkonservativen besteht darin, dass man sehr viel Aufmerksamkeit den antikommunistischen Verbänden zu
schiebt, auch wenn sie mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Es gibt die Heiligkreuzbrigade, die gegründet wurde von polnischen Faschisten. Also ich kann es Ihnen wirklich beweisen, dass die nationalen Streitkräfte Faschisten waren. Und diese Heiligkreuzbrigade wurde in Zusammenarbeit mit der Wehrmacht und mit der Gestapo gegründet. Anfang 1945 zog sie sich mit der Wehrmacht und mit der Gestapo zurück nach Deutschland. Die Deutschen schulten diese Soldaten und ließen sie als Fallschirmspringer über die Grenze fallen, also damit sie dort gegen die Sowjetunion aktiv wurden. Und der polnische Ministerpräsident Morawiecki hat letztes Jahr in München einen Kranz niedergelegt, an den Gräbern der Heiligkreuzbrigade gelegt. Und der polnische Staatspräsident Duda hat dieses Jahr die Schirmherrschaft über den Jahrestag der Gründung dieser Brigaden übernommen. Also einerseits haben wir die antideutsche Karte und andererseits Sympathien des Regierungslagers, die bewirken, dass eine antikommunistische Formation, auch wenn sie mit den Deutschen kollaborierte, eine Tradition darstellt, an die man anknüpfen sollte. Das findet nicht überall Zustimmung, diese Beurteilung so vorzunehmen. Das ist eine Diskussion in Polen, die natürlich dann auch hier bei uns im Raum stattfinden kann. Aber jetzt erstmal zu Frau Machutina. Sie haben uns ja schon sehr eindringlich gewarnt mit sehr praktischen Beispielen, was alles untergehen kann an Perspektiven, wenn sozusagen die geschichtliche Darstellung und das Narrativ zu sehr politischen Veränderungen folgt und diesen neuen Bedürfnissen, wie es dargestellt werden soll. Aber wenn Sie uns da auch noch mal auf zwei, drei Dinge hinweisen, die sozusagen symptomatisch oder an denen man es besonders gut zeigen kann, was sich da verändert hat. Und vielleicht auch noch mal mit der kleinen Nuance, wir haben ja jetzt erstmal groß darüber gesprochen, was sich durch die Unabhängigkeit verändert hat. Aber die Unabhängigkeit liegt ja jetzt nur auch schon fast 3 Jahrzehnte zurück. Und am Beispiel Polens haben wir gesehen, dass sich auch in der Zeit der Unabhängigkeit noch mal Bedürfnisse politisch verschieben können. Ich beantworte gerne Ihre Frage, aber da zu einer Podiumsdiskussion auch ein bisschen Kontroverse gehört, möchte ich mich gerne beziehen auf meine Vorredner, die Herrn Morey und Herrn Vassiljev. Also ich möchte Jörg, dir widersprechen, du hast ja davon gesprochen, also an einem Punkt kann ich dir nicht zustimmen, dass es in Russland kein Interesse an der Holocaust-Forschung gibt. Nein, also dem würde ich widersprechen. Es gibt tatsächlich in Russland ein Interesse an der Holocaust-Forschung. Es gibt Projekte, gesellschaftliche Projekte, es gibt offizielle Projekte, wo Holocaust in den besetzten Gebieten thematisiert wird. Und es gibt ein großes jüdisches Museum, das sogenannte Toleranz Zentrum in Moskau, wo auch diese Geschichte gezeigt wird. Generell würde ich vielleicht kritisch in den Raum stellen, wenn wir über die Erinnerung eines anderen Landes sprechen. Das gilt auch für mich, wenn ich jetzt über Litauen spreche. Diese Frage stelle ich mir als Historiker sehr wohl. Wie spreche ich über die Erinnerung der sogenannten Litauer? Wie sprechen wir über die russische Erinnerung? Muss man da nicht differenzieren? Wir haben hier ein sehr homogenes Bild geliefert bekommen von Ihnen, Herrn Vassiljev. Herr Vassiljev vor allem. Ich denke, wir sollen auf jeden Fall uns ein Stück zurückgehen und schauen, aus welcher Perspektive spreche ich, was ist meine eigene Position, wie bewerte ich diese Erinnerung, was ist eine richtige Erinnerung, was ist eine falsche Erinnerung. Das betrifft auch sozusagen die Erinnerung, die Kritik an der Erinnerung, die vor allem aus der deutschen Seite über an Russland herangeht. Angetragen wird. Das ist nur Heroismus, das ist nur Sieg, es soll anders ausfallen. Es soll an die Opfer gedacht werden, es soll an die Sowjetunion als Akteur gedacht werden, es soll sozusagen an Verbrechen des Kommunismus gedacht werden. Ja, sehr wohl, aber wir sollen uns auch fragen, was ist erreicht oder was haben wir damit gewonnen, wenn wir die beiden Diktaturen, die beiden totalitären Systeme gleichsetzen. Was bedeutet das zum Beispiel für die Überlebenden, für die jüdischen Überlebenden, für sowjetische Soldaten, für die Angehörigen dieser Soldaten. Wie können Sie mit diesen neuen Bildern umgehen?
können Sie sich dann sagen, ja, ich habe an einem falschen Krieg teilgenommen. Ne? Also ich war kein Befreier, ich war ein Besatzer. Das geht nicht. Das muss man als Erinnerungshistoriker auch sich immer vor Augen führen, auch wenn man eine Gedenkstätte macht, ein Museum macht. Was ist die Funktion? Was ist die Logik des Museums? Was ist das Ziel des Museums? Es gibt bekanntermaßen einige Gattungen von Museen. Eins davon ist sogenanntes Museum-Tempel oder Museum als Tempel. Da geht es nicht darum, abgesichertes historisches Wissen zu vermitteln, kritisches Wissen zu vermitteln, sondern es geht darum, dass man durch ein Narrativ die Gesellschaft konsolidiert. Und das ist das Museum des großen Vaterländischen Krieges im Siegespark in Moskau. Wenn wir das kritisieren, ja, das ist reine sowjetische Geschichte, das ist nur sozusagen Ausstellung von Reliquien, müssen wir bedenken, was wollen eigentlich die Besucher, die dahin gehen, da sehen? Wollen sie vielleicht diese Geschichte hören? Ist es das Narrativ, was sie kennen? Ist es ihre Familiengeschichte, was sie kennen? Sie möchten sich in diesen Bildern, in diesem Wissen bestätigt sehen. Das ist, wenn man als Historiker ein Museum dekonstruiert, ist es auf jeden Fall die erste Frage, die man sich stellt, was ist die Gattung, was ist die Funktion des Museums? Es gibt eine andere Gattung der Museen, Lernort, ein Ort, was Leerstellen kenntlich macht, was eine unbequeme Wahrheit liefert. Diese Museen gibt es auch in Russland und diese Museen gibt es auch in Litauen. Das beste Beispiel ist das Jüdische Museum in Vilnius. Was die Museumsgattung von Streitkräftemuseen angeht, okay, Armee ist sozusagen die Stütze der Nation Building. Ne? Es ist klar, dass bei den Streitkräftemuseen keineswegs eine pazifistische Logik sozusagen vorhanden ist, sondern es geht darum, die Macht der Nation zum symbolischen Ausdruck zu bringen. Und das ist nicht nur in Russland heroisierend oder mit viel Militäraufstellung, sondern es ist auch in Großbritannien Imperial War Museum, es ist auch in Litauen Kriegsmuseum und Kaunas, da sind auch nur Waffen und Panzer und alles Mögliche. Also, also diese Eigendynamik und Eigenlogik und Eigensinn der Museen müssen wir auf jeden Fall bedenken, wenn wir über Bilder sprechen. Dann gibt es noch Memorial Museum, das ist die dritte Gattung. Da geht es nicht um Wissensvermittlung, dann geht es um Trauerarbeit. Und diese Museen sind auch meistens sehr emotionalisierend. Was die russische Erinnerung angeht, also da möchte ich nochmal klarstellen, wir sollen diese populistische, nationalpatriotische Tendenzen nicht überbewerten. Das, was Medinsky sagt, er kann sagen, was er will. Wir müssen aber schauen, was steht in den Schulbüchern in Russland. Und meines Wissens steht da über den Molotow-Ribbentrop-Pakt, es steht da sehr wohl und es steht da auch erwähnt, dass es das grüne Licht gegeben hat für Hitlerschen Überfall auf Polen, also 1. September 1939. Also es wird erwähnt in den Schulbüchern. Es ist keineswegs tabuisiert und es ist keineswegs verschwiegen. Warum Putin und seine Leute heute das sozusagen als Triumph bezeichnen, das ist die Frage, die sehr stark mit der Tagespolitik zu tun hat, wie auch die deutsche Diskussion. Und zu Ihrem Einwurf über diese Perspektive auf den Molotow-Ribbentrop-Pakt und dessen Einordnung in die lange Kontinuität der deutsch-russischen Beziehungen. Hier möchte man natürlich als Historiker sich fragen, warum sprechen wir über deutsch-russische Beziehungen, wenn wir hier über nationalsozialistische, sowjetische Beziehungen sprechen. Und hier würde ich sagen, die Situation 39 ist eine einmalige Situation. Die gab es davor nicht, auch in den polnischen Teilungen nicht. Die gab es drei zwischen Preußen und Russland und Habsburger Imperium. Und auch heute wird das sich nicht wiederholen. Das ist die einmalige Situation, was zu einmaligen Massenverbrechen an den Juden Europas geführt hatte. Und insofern würde ich doch dem widersprechen, dass man in diese lange Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen oder Zusammenarbeit diesen Pakt einordnet. Und tatsächlich gibt es in Russland unter Historikern zwei Positionen auf den Pakt. Die einen sagen, es war notwendig, um Sicherheit zu gewinnen, um Zeit zu gewinnen. Stalin war auf den Krieg nicht vorbereitet. Die andere Position sagt, es
war sozusagen eine expansionistische Gelüste von Stalin waren hier leitend. Ich denke, Wahrheit liegt dazwischen. Wir sollen auf jeden Fall den internationalen Kontext nicht außer Acht lassen, wenn wir über den Pakt sprechen. Und hier ist doch Münchner Abkommen, glaube ich, sehr wichtig. Das ist kein sowjetisches Narrativ, sondern das ist tatsächlich in der deutschen Zeitgeschichte auch sehr präsent, dass man damit anfängt, über Ausbruch der Gewalt zu sprechen. Denken wir an die Zerschlagung von Tschechoslowakei. Da würde ich das auch als sehr problematisch betrachten, wenn man als Historiker Münchner Abkommen als sozusagen Vorreiter von dem Molotow-Ribbentrop-Pakt erwähnt, dass man da gleich als Relativierer oder als Putin-Versteher abgestempelt wird. Das darf nicht passieren. Also Freiheit des Historikers ist A und O jeder demokratischen Gesellschaft. Ich sehe die Zeit, Umbrüche und ihre Wirkung in Litauen. Ich denke, hier ist es ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Opferperspektive, also Litauen als Opfer zweier Diktaturen, zunächst einmal eine gesellschaftliche Initiative war. Also das Genozidmuseum in Vilnius ist entstanden aus der Initiative oder aus dem Enthusiasmus von Vereinen der politischen Häftlinge und Deportierten in Litauen. Das war für sie wichtig, ihre Leidensgeschichte dort zu erzählen. Noch bevor die Historiker kamen, haben sie dort angefangen, ihr Museum zusammenzutragen. Und dann wurde das in ein sozusagen staatliches Narrativ überführt. Umbruch zur sowjetischen Zeit, ich würde sagen, diese Perspektive von Litauen als Opfer, das war auch ein sehr starkes Motiv in der sowjetischen Historiografie und in der sowjetischen Erinnerungskultur. Auf Kosten von jüdischen Opfern hat man Litauer als Helden bezeichnet und auch als Opfer der nationalsozialistischen Besatzung. Über jüdischen Litauer als Opfer hat man nicht gesprochen. Aber das wirkt nach wie vor. Das ist die Pfadabhängigkeit der Erinnerung, dass man sagt in Litauen, wir waren nur Opfer, wir waren keine Täter. Ja, klinke ich mich jetzt mal gleich ein mit der Holocaust-Forschung. Du hast vollkommen recht, die gibt es natürlich in der Russischen Föderation. Aber Museen machen ja so etwas wie öffentliche Geschichtsvermittlung, Geschichtsbehandlung. Und gut, ich habe es ja erklärt, mein Museum ist da sehr öffentlich aufgestellt. Ich bin an den ganzen staatlichen Strukturen der Russischen Föderation dran. Und da spielt eben Holocaust-Forschung keine Rolle. Wir haben Projekte unterstützt, wir können uns auch solche Referenten ins Haus holen, das geht alles. Es ist aber im Augenblick eher so zu beobachten, dass diese Anknüpfungspunkte, die sich da ergeben, also wenn wir deutsch-russisch auf die Ereignisse dieses Krieges betrachten, dass da jede Seite sozusagen ihren Aspekt rauszieht. Und das ist dann eben auf der russischen Seite immer dieser militärische Aspekt und das endet dann immer darin, naja, Krieg ist eine schlimme Sache, dein Opa musste in den Krieg ziehen, mein Opa musste in den Krieg ziehen, das ist für beide Familien schlimm und jetzt lass uns auf den Frieden trinken. Und das bringt einen dann erkenntnistheoretisch nicht viel weiter. Das ist in der jeweiligen Situation sehr angenehm, aber das retardiert. Und das ist der zweite Punkt. Das knüpft, glaube ich, auch an das an, was da jetzt in Danzig passiert ist und auch noch laufend passiert. Auch ich merke, dass wir das, was wir öffentlich bei uns im Museum machen können, anfängt leer zu laufen. Wenn ich mir Gäste aus Russland, aber auch Belarus und Ukraine, die übrigens auch mit an unserem Museum beteiligt sind, hole, Und die sitzen dann vorne auf dem Podium, die sagen einfach nichts zur Sache. Das sind leere Worte, das sind Phrasen und das ist noch mal schlimmer, wenn in der ersten Reihe irgendwelche Botschaftsangehörigen sitzen, aber nicht mal das ist notwendig. Und das ist ein Spiegelbild der öffentlichen Diskussion in den jeweiligen Gesellschaften, dass eben bestimmte Dinge nicht gefragt werden, nicht benannt werden. Katja, du hast vollkommen recht, die Wissenschaftlerin darf alles fragen, das macht Wissenschaft aus. Aber diese Wissenschaftsbetriebe sind eben dann auch sehr unterschiedlich in Deutschland, in der Russischen Föderation, in Litauen und wo auch immer. Das kriegen wir eben zu spüren und da, also jetzt, weil wir museale Präsentationen reden und sozusagen die Möglichkeiten im Museum, solche Dinge aufzugreifen, da sehe ich im Augenblick gerade, dass wir da an so einen toten Punkt kommen. Vielen Dank. Ich möchte vor allem Frau Machotina für diese sogenannten Vorwürfe danken. Ich wollte auch darüber sprechen, aber etwas später.
wir können natürlich nicht das ganze russische Narrativ zum Zweiten Weltkrieg darauf reduzieren, was Putin sagt und was in staatlichen Museen dargestellt wird. Natürlich gibt es auch andere Institutionen, andere Narrative. Die Bevölkerung ist nicht homogen. Und es gibt verschiedene Stimmen. Russland und das politische Regime ist vielleicht teilweise totalitär, aber nicht richtig totalitär. Und an meiner Universität, an der Ökonomischen Hochschule, da gibt es ein Zentrum, ein kleines Zentrum der Erforschung des Zweiten Weltkriegs, nicht des Vaterländischen Krieges. Sie führen da Forschung, geben Bücher raus und so weiter. Es gibt auch die Holocaust-Stiftung. Es gibt auch einen Lehrstuhl für Holocaust-Forschung an der Geisteswissenschaftlichen Universität in Moskau. Man sollte auch das russische populäre Kino betrachten. Man kann da natürlich von verschiedenen künstlerischen Niveau sprechen, aber auch in Filmen gibt es viele Motive, die wir nicht in den Museumsausstellungen sehen. Über Strafbataillone und so weiter. Natürlich ist das alles nicht so eindeutig klar. Wenn wir von politischen Manipulationen sprechen, mit welchen haben wir es im Moment zu tun, also in diesem Thema in Russland? Meine Meinung ist, dass der wichtigste politische Einfluss über das Kriegsnarrativ die Identifizierung Russlands mit der Sowjetunion. Wir haben schon darüber gesprochen. Es war tatsächlich ein Krieg zwischen der Sowjetunion und dem Dritten Reich. Das war kein Krieg zwischen Russland und Deutschland. Und in diesem offiziellen Narrativ jetzt können wir hören, das war unser Krieg. Das war der Krieg unseres Volkes. Welchen Volkes? Des Volkes der heutigen russischen Revolution, der Föderation oder auch der Usbeken oder der Litauen, die auch teilgenommen haben an dem Krieg. Das kann aber noch ein Thema für eine große Diskussion sein. Wie sieht das Kriegsnarrativ aus in den einzelnen Republiken der ehemaligen Sowjetunion? Praktisch der Diskurs des großen Vaterländischen Krieges gibt es abgesehen von Russland nur noch in Weißrussland. In Russland und in Weißrussland hören wir vom großen Vaterländischen Krieg. In den anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion sucht man nach einem eigenen Diskurs, nach einem eigenen Narrativ zu diesem Thema. Und das ist auch hochinteressant, eine hochinteressante Frage. Für die Forschung und für die Diskussion. Die Politisierung besteht noch darin, dass man den Sieg betont, dass der Akzent auf den Sieg gesetzt wird und auf Militärfragen, im offiziellen Diskurs natürlich. Ich möchte hier auch unterstreichen, es gibt natürlich Forschung von anderen Kriegsaspekten, aber im militärischen Diskurs geht es vor allem um Schlachten und Siege. Warum? Vom politischen Standpunkt aus gesehen, um zu zeigen, dass die russischen Staaten immer stark gewesen sind und immer gesiegt haben, wenn sie eine harte Zentralregierung hatten. Und damals wie heute, nicht wahr? Ja, danke schön. Dass Sie jetzt auch so aufeinander eingegangen sind, weil uns das, glaube ich, allen zeigt, wo die Probleme liegen und auf den verschiedenen Ebenen. Man muss Geschichtsbilder haben, ist noch eine ganz andere Frage, wie man sie darstellt. Das steht unter politischen Einflüssen und so weiter und so weiter. Da Sie gleich auch alle noch die Gelegenheit haben sollen, zu Wort zu kommen, springe ich jetzt direkt in unseren letzten Austausch und das soll jetzt mit der Bitte um nicht zu lange antworten. Und das nimmt jetzt sozusagen das auf, was wir gerade erlebt haben.
wo liegen die Möglichkeiten, aber eben auch dann die Grenzen internationaler Kooperation, wenn man sich um eine Verständigung über Geschichtsbilder und Museumsgestaltung bemüht. Kann man überhaupt ein gemeinsames europäisches Narrativ entwickeln, wie der Zweite Weltkrieg gewirkt hat, wie er ausgesehen hat? Oder ist das eine fast unmögliche harmonisierende Anspruch, der gar nicht eingelöst werden kann, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt? Wir haben Historikerkommissionen, bilaterale, die genau das versuchen. Können wir gemeinsame Aussagen für gemeinsame Geschichtsbücher treffen oder können wir das nicht? Wieder ist das Romantik? Ist das eine reale Möglichkeit? Stößt man da sehr schnell an Grenzen? Sollte in einem aufgeklärten Sinn das Ziel solcher Debatten eher sein, dass wir alle verstehen, dass es unterschiedliche nationale Narrative gibt, warum es sie gibt und dass es innerhalb dieser nationalen Narrative nochmal ganz verschiedene und gegenläufige Unternarrative gibt, wie Sie uns das für Litauen ja sehr plastisch vorgeführt haben, Frau Machotina. Also, was kann diese Summe aus Geschichtsbetrachtung und Debatte plus Museumsgestaltung, was kann die realistischerweise erreichen und was sollte das Ziel dessen sein, was wir hier tun? Uns bewusst sein, dass unser Narrativ ein mögliches Narrativ ist, ein hoffentlich um Authentizität bemühtes Narrativ, das dieselbe Situation oder dieselben Jahre aus einer ganzen anderen Perspektive zu Recht ganz anders aussehen und ein ganz anderes Narrativ verlangen. Wir fangen jetzt mal umgekehrt an. Herr Mauret, wollen Sie zuerst, wie gesagt, wir können das jetzt nicht, hat jetzt nicht jeder 3 bis 5 Minuten, sondern lieber eine präzise, kurze Antwort, die auf ein bestimmtes Problem hinweist, eine These aufstellt und dann werden wir das ja, dann kommen ja die Fragen und Bemerkungen aus dem Publikum zurück, dann wird man das ja dann nochmal wiederholen, gerade rücken, korrigieren, anpassen können. Bitte. Also das mit dem gemeinsamen Narrativ, das funktioniert nicht. Das schaffen wir nicht und ich persönlich halte es eigentlich auch nicht für erstrebenswert. Es ginge mehr darum, möglichst viele unterschiedliche Aspekte in dieses Narrativ über, sagen wir mal, ein und dasselbe Ereignis mit hineinzubringen. Aber da ist eigentlich schon auch wieder das Problem, was ist das Ereignis, über das dann alle reden? Also als Beispiel, wir hatten eine sehr gute, sehr didaktisch aufbereitete Ausstellung Verschiedene Kriege aus 6 verschiedenen nationalen Perspektiven, basierend auf Geschichtsbüchern. Das wurde bei uns dann im Deutsch-Russischen Beirat vorgestellt. Die russischen Kollegen sagten, wieso, es war ein Krieg, warum verschiedene Kriege? Und damit war das Thema durch. Also da muss man dann ansetzen und das zeigt aber auch, und diese Ausstellung macht das auch sehr schön deutlich, wie unterschiedlich das datiert wird. Wir hatten ja die Frage nach dem Kriegsanfang. Kriegsende kann man dann genauso mit reinnehmen. Wir hatten das jetzt hier mit unterschiedlichen, ne, Militärgeschichte, Opfergeschichte. Oder jetzt für Deutschland kann man sagen, es gibt eben in Deutschland nicht das Museum des Zweiten Weltkrieges. Das muss man sich auch mal klar machen. Bei uns wird eben die Zeit des Nationalsozialismus musealisiert und diskutiert. Es gibt auch ein militärhistorisches Museum, aber eben nicht das Museum des Zweiten Weltkrieges. Punkt. Also ein gemeinsames Narrativ geht nicht. Danke. Ich meine, aus klaren politischen Gründen, jetzt wäre ein gemeinsames Narrativ und ein gemeinsames Museum eher unmöglich. Theoretisch, wenn ich mir erlaube, ein wenig zu fantasieren, dann kann ich mir ganz normal vorstellen, wie das aussehen könnte. Und deswegen haben wir jetzt schon theoretische Instrumente in den Geschichtswissenschaften. Wir haben verschiedene Richtungen der sogenannten Related History, verflochtenen Geschichte, die Geschichte der Transfer, Histoire quasi. Und. Das ist ein ganzer Mainstream in den Geschichtswissenschaften. Das beruht heute darauf, dass man nach Möglichkeiten sucht, ein Narrativ zu finden außerhalb der nationalen Perspektive. Der Krieg, vor allem der Weltkrieg, passen sehr wohl.
für die Historikurse, für die Transfergeschichte. Nur der Akzent soll nicht auf die Militärgeschichte gelegt werden, sondern auf die historische Anthropologie, auf dem Leben der Menschen, wie das tatsächlich ausgesehen hatte, wie das Leben der Menschen in der Welt während des Weltkrieges ausgesehen hatte. Und anhand dieser Transfergeschichte kann man das mit Sicherheit sehr interessant darstellen. Leider müssen wir noch ein bisschen warten. Danke. Frau Machotina. Erinnerung nicht als etwas Gegebenes betrachtet, also nicht essentialistisch, sondern als Konstrukt, stellt sich hier vor allem die Frage, wer konstruiert dann diese gemeinsame europäische Erinnerung? Und das ist sozusagen das erste Problem. Aus welcher Perspektive wird gesprochen? Wir haben Europa mit Holocaust-Erinnerung im Zentrum, also das westliche Europa, und wir haben osteuropäische Erinnerungskultur mit Gulag-Erinnerung im Zentrum. Und auch innerhalb von Grenzen, nationalen Grenzen verlaufen sich Diskurse konträr und unterschiedlich. Auch in Deutschland gibt es kein gemeinsames Narrativ. Es gibt Unterschiede zwischen ostdeutschen Erinnerungskultur und westdeutschen Erinnerungskultur. Da muss man sich einfach vergegenwärtigen. Genau. Aber die Tatsache ist, auch 70 Jahre oder mehr als 70 Jahre nach dem Kriegsende gibt es in Europa keine gemeinsame Erinnerung, keine zeitgemäße, keine adäquate Erinnerung an dieses Ereignis, sondern es gibt einfach nur ein Minenfeld der Erinnerung oder Schlachtfeld der Erinnerung, wo verschiedene Konflikte, innenpolitische, außenpolitische, globalpolitische, ausgetragen werden. Und da dient eben die Kriegserinnerung immer als Argument für die Tagespolitik. Sie haben danach gefragt, was kann man tun? Ich denke, als Historiker kann man doch einiges tun. Also man kann daran arbeiten, dass man beispielsweise keine Opferaufrechnung, keine Opferarithmetik betreibt, also dass man sagt, so und so viele Opfer waren Polen, so und so viele Opfer waren Russen, so und so viele Opfer waren Ukraine, und dann rechnet man das gegeneinander auf, also das Leid, das eigene Leid gegen das Leid des anderen wird aufgewogen, das führt bekanntermaßen zur Opferhierarchie oder Opferkonkurrenz, und man kann als Historiker auch in der Bildungspolitik am Austausch dranbleiben und am Austauschen in der jungen Generation arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die jungen Menschen sich begegnen, dann gibt es noch keine vorgefasste Meinung. Dann können sie sozusagen peer-to-peer miteinander sprechen und ihre Familiengeschichten austauschen, somit auch einen frischen Blick auf das Geschehen bekommen. Also ich würde sagen, hier sollte man dran setzen, dass man im Austausch über die Bilder bleibt. Also gemeinsame europäische Erinnerung ist kein Ziel, sondern eben der Austausch. Der Austausch, der eben dann auch die Erinnerung nicht als etwas Sakrales darstellt, sondern als etwas, was man kritisch hinterfragen soll. Es gibt keine einheitliche europäische Erinnerung. Vor allem gibt es nationale Erinnerungen, Erinnerungen einzelner Völker, geprägt sowohl durch individuelle Erfahrungen, vermittelt von Generation zu Generation, in familiärer Dimension, in der Schule, die sich vor allem auf die Geschichte des jeweiligen Landes bezieht. Durch das Gedenken. Aber das heißt nicht, dass wir nicht versuchen sollten, diese enge nationale Perspektive zu verlassen. Es hat nämlich in der europäischen Geschichte Ereignisse gegeben, die häufig dramatisch miteinander mehrere Völker verflochten haben. Dazu gehört natürlich der Zweite Weltkrieg. Es ist also schwer, über den Zweiten Weltkrieg zu erzählen, über das Schicksal Polens während des Zweiten Weltkriegs, allein mit dem Blick auf die polnische Geschichte. Vor mehr als 10 Jahren habe ich öffentlich die Idee für das Museum des Zweiten Weltkrieges in Polen vorgestellt, und als wichtigstes Ziel war die Aufnahme der polnischen Erfahrung, die kaum bekannt ist, die Aufnahme der polnischen Erfahrung in das gesamte Narrativ.
in Europa. Wenn Sie nach Danzig reisen, da werden Sie sehen, dass Polen in dieser Ausstellung dominierend ist. Überall Polen. Aber die polnische Erfahrung verbindet sich dort mit Erfahrungen anderer Länder. Die Idee, Polen vor dem Hintergrund anderer Länder zu zeigen, ist von der PiS, von Recht und Gerechtigkeit, verworfen worden. Aber trotzdem denke ich, dass dieses Museum einen Triumph einer Geschichte bedeutet, die sich auf der einen Seite auf ein Volk, auf die Polen konzentriert, die aber vor einem breiteren Hintergrund dargestellt werden. Obwohl der Veränderungen, die die PiS dort eingeführt hatte, ist es zu 99% die ursprüngliche Ausstellung. Und die Besucher bestätigen, dass diese Botschaft nach wie vor erkennbar ist. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man die nationale Geschichte mit europäischer Geschichte miteinander verknüpfen kann. Noch eine Anekdote. Als wir an der Ausstellung jahrelang gearbeitet haben, standen wir immer vor dem Dilemma, einem der wichtigsten, ob wir uns nicht zu tief in die Details der polnischen Geschichte bewegen und ob das für andere verständlich wird. Und wir haben uns einen virtuellen Besucher vorgestellt, der durch diese Ausstellung gehen muss. Und das war ein portugiesischer Tourist. Warum ein Portugiese? Weil das am anderen Ende des europäischen Kontinents liegt. Portugal war am Zweiten Weltkrieg nicht beteiligt. Also wir besuchten unsere Botschaft über die komplizierte polnische Geschichte so zu zeigen, dass das für jeden Europäer, für jede Europäerin, selbst aus Portugal, verständlich ist. Und noch ein Gedanke, schließlich optimistisch. Das Museum des Zweiten Weltkriegs hatte einen internationalen Beirat mit Historikern aus verschiedenen Ländern, Amerika, Israel, Frankreich, Großbritannien, aber auch aus Russland und Deutschland. Dafür bin ich von der PiS angegriffen worden, dass ich Ausländer eingeladen hatte, wodurch die Gefahr bestand, dass die polnische Geschichte in fremden Händen landet. Es kam zu vielen Streitigkeiten, es kam zu vielen Diskussionen in den Sitzungen des Beirates, aber das verlief nie entlang der nationalen Grenzen. Diese Diskussionen bezogen sich immer auf konkrete Sachen. Und das war nie so, dass ein Historiker aus Russland, kein regierungsnahe Historiker, dass der Historiker Stalin weiß waschen möchte oder dass der Deutsche dann die deutsche Schuld relativieren möchte. Ganz umgekehrt. Der Deutsche war eher dafür, dass man die deutsche Verbrechen noch stärker hervorhebte. Ich denke, dass das eher ein optimistisches und positives Beispiel für internationale Zusammenarbeit war. Das hat sich dann zerschlagen infolge einer politischen Wende, zu der es in Polen gekommen ist. Aber die Museen dauern länger als einzelne Regierungen. Und die Ausstellung kann man noch in Danzig immer sehen. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass sie ihre ursprüngliche Form wieder erlangen wird. Ich finde das eigentlich sehr schön und sowohl überzeugend, das haben Sie ja am Beifall gehört, aber mir geht das ja wahrscheinlich Ihnen auch so. Ich meine, man reist doch nicht durch die Welt und geht in einer anderen Stadt ins Museum, um denselben Blick nochmal gezeigt zu bekommen, den man von zu Hause kennt, sondern man geht da mit einer gewissen Neugier hin, weil man ja was Neues erfahren möchte, dass man die Dinge anders sehen kann. Das ist was Schönes. Wir haben jetzt etwas weniger Zeit, als ich zunächst gehofft hatte, aber natürlich sehen jetzt alle Hände hoch. Und ich komme jetzt einfach mal mit dem Mikrofon rum, da müssen wir nicht warten, bis es gibt sicher ein Saalmikrofon. Hier ist alles immer so ordentlich vorbereitet. Und ich komme jetzt mal einfach zu Ihnen. Und ich bitte alle nur, nicht zu lang zu reden, keine Co-Referate. Wenn Sie eine konkrete Frage an jemanden haben, sagen Sie das. Und jetzt behalte ich das Mikrofon mal einfach in der Hand. So. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Audrius Paurer. Ich komme selbst aus Litauen, habe an der Universität Vilnius Geschichte studiert. Und mein Kommentar zielt an Frau Machotina. Ich würde nicht mit allem sozusagen jetzt zustimmen, nicht allem zustimmen, was Sie gesagt haben. Und ich sehe da auch faktische Fehler. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass der Zweite Weltkrieg in der litauischen Geschichtsschreibung komplett ausgeblendet ist. Das stimmt nicht. Also
Auch in den litauischen Schulbüchern steht 1. September, Beginn des Zweiten Weltkrieges. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wesentlich wichtig. Viel wichtiger scheint mir Ihr Hinweis, mehrfache Betonung, dass in dem Museum für Okkupation und Widerstand jetzt auch der Holocaust und die Nazi-Besatzung nicht dargestellt ist. Ich glaube, sogar das Bild, das Sie gezeigt haben mit der Inschrift Jahr 1943 stammt aus dieser Zelle, wo der Holocaust und die Nazi-Besatzung thematisiert wird. Und Sie sollten das wissen, ich weiß nicht, welche Quellen, ob Sie überhaupt litauische Quellen heranziehen können, aber diese Ausstellung zum Holocaust und der Nazi-Besatzung wurde unter der Beteiligung des damaligen Ministerpräsidenten Andrius Kubilius 2011 eröffnet. Also, und gleichzeitig, was mir noch aufgefallen ist, natürlich der Baltische Weg. Sie haben den Baltischen Weg als Ausdruck von der Gleichsetzung, das haben Sie gesagt, von Nazi- und Sowjetherrschaft dargestellt. Ich glaube, das stimmt überhaupt nicht, denn was damals zustande kam, also vor 30 Jahren, wir haben jetzt alle diese friedliche Demonstration jetzt feierlich begangen, das war wirklich ein Ausdruck des Willens, in Freiheit zu leben und auch diese Ungerechtigkeit, die mit dem Hitler-Stalin-Pakt zustande kam, zu thematisieren, denn das war ja immer verschwiegen. Und drittens, also der Hinweis, dass diese Kontinuität von der Sowjetzeit bis zu der Gegenwart andauert, dass Litauen sich in der Opferrolle sozusagen begnügt, das stimmt auch überhaupt nicht. 2011 von der litauischen Regierung bereits das Gesetz des guten Willens über die Wiedergutmachung für die jüdischen Gemeinden, dass der Beschluss des litauischen Parlaments jetzt aktuell für 2020, das Jahr der jüdischen Geschichte in Litauen, zahlreiche Gedenkstätte, zahlreiche Diskussionen im gesellschaftlichen Diskurs, würde ich sagen, gegenwärtig deutlich mehr als wissenschaftlich. Und also ich denke, in Litauen hat man wirklich festgestellt, dass der Schlüssel zur Versöhnung in der kritischen Betrachtung von der Geschichte und Ihre teilweise empfindsamen Bemerkungen zum Hitler-Stalin-Pakt zeigen mir, dass Russland das noch nicht erkannt hat, dass der Schlüssel zur Versöhnung wirklich zum Teil in der Geschichte liegt. Und das zeigt Deutschland und ich glaube in Litauen befolgt man auch dieses deutsche Beispiel, denn Deutschland hat so viele Nachbarn und liegt wirklich im Frieden miteinander. Und das hängt auch mit der kritischen Betrachtung eigener Geschichte. Danke. Hier war eine Frage. Ja. Sie sagen Ihren Namen, ja, und wen Sie gerne. Detlef Möse. Achso, soll ich stehen, oder? Nein, nein, wie Sie wollen. Okay. Ich habe eine Frage insbesondere an Herrn Wassiljew. Und zwar geht das vor ungefähr 3 Jahren, es geht darum, um einen Film mit dem deutschen Titel Stalingrad. Ich weiß nicht, ob der in Russland unter dem gleichen Titel lief. Das war eine Voraufführung in einem Berliner Kino, nur für ausgewählte Leute. Man sollte den nach der Besichtung, also es war ein 3D-Film, sollte man beurteilen, wie man ihn fand. Und der wurde hier nie gezeigt in Deutschland. Meine Frage, wurde der in Russland gezeigt? Und wenn ja, wie wurde der da aufgenommen? Also wahrscheinlich wurde, meine Auffassung ist, der wurde in Deutschland wahrscheinlich nicht gezeigt, weil der Film zu deutschfreundlich vielleicht war. Also wurden beide Seiten, die russischen einfachen Soldaten und die deutschen, wurden relativ, würde ich sagen, neutral gezeigt. Und da war auch sehr viel Gewaltszenen drin. Okay. Erinnern Sie sich noch, wer aus welcher Produktion das war oder in welchem Jahr das war? Vor circa drei Jahren. Rossiski, Produzent Rossiski. Russische Produktion. Aha. Wurde der in Russland gezeigt? Okay. Wir sammeln die Fragen und... beim Petersburger Dialog wurde er gezeigt, sagt hier drüben jemand. Ich komme auf diese Seite, kommen wir mal zu Ihnen. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Herrn Machcewicz.
Józef Galiński, Club Gazety Polskiej. Herr Machcewicz, ich habe eine Frage. Woher nehmen Sie Ihre Informationen über nationalen Streitkräfte? Ich wollte nur sagen, dass die nationalen Streitkräfte von den Kommunisten sehr stark verfolgt wurden. Die meisten wurden ermordet. Und während des Krieges am 6. Mai haben Sie das Lager Holyshova in der Tschechoslowakei befreit und dort unter anderem 250 Jüdinnen befreit, die getötet werden sollten. Das eine. Und das andere, ich wollte noch einiges sagen zu dem, was Frankreich und England gemacht haben. Sie haben 39 Polen nicht geholfen. Und vielleicht könnten Sie noch von der Kooperation, Sie haben noch, Sie sollten noch die Kooperation, die Zusammenarbeit zwischen der Gestapo und dem NKWD bezüglich der Ermordung der polnischen Eliten 39/41 etwas sagen. Vergessen. Jetzt ist noch Ihre Gelegenheit. Gut, und danach geben wir es dann nach vorne zur Beantwortung. So. Sie sagen auch wieder Ihren Namen. Ja. Und dann mein Name ist Michael Heinertz, Historiker aus Berlin. Ich kann da anschließen an die letzte Frage. Der Berliner Historiker Daniel Körfer hat ja nach Auswertung der Akten des Auswärtigen Amtes von der sogenannten Beutepartnerschaft gesprochen, beginnend am 1. September 1939 bis Juni 1941. Halten Sie diese Auffassung für zutreffend? An wen richtet sich das speziell? Ja, alle. An den polnischen und an den russischen Kollegen. Gut, vielen Dank. So, Frau Machotina, wollen Sie anfangen? Und dann waren ja noch die beiden anderen Herren angesprochen. Ja, ich werde jetzt versuchen, auf die kritischen Fragen kurz einzugehen, aber das ist eigentlich, hätte ein Co-Referat bedürft. Also das, was Sie mir vorwerfen, habe ich so gar nicht gesagt. Erstens habe ich gesagt, es gibt in Litauen eine Holocaust-Erinnerung, das habe ich klar und deutlich ausgesprochen. Dann habe ich nicht davon gesprochen, dass der Zweite Weltkrieg ausgelassen wird. Ich habe gesagt, in diesem Museum ist kein Platz in der Ausstellung für den Zweiten Weltkrieg. Ja, der Holocaust wird thematisiert seit 2011. In dieser Zelle im Untergeschoss ist eine wirklich kleine Zelle, in der diese Ausstellung gibt. Die habe ich hier nicht gezeigt. Ich habe litauische Quellen untersucht, weil ich Litauisch studiert habe und ich kann auch Litauisch. Was ist noch zu sagen? Baltischer Weg. Ich habe keineswegs gesagt, dass es darum ging, da die Diktaturen oder die totalitären Systeme gleichzusetzen oder Gleichartigkeit der Verbrechen zu postulieren. Ja, ich habe gesagt, das ist ein wichtiges Signal gewesen für die Welt zur Anerkennung der Illegitimität von Annexion, von sowjetischen Annexion. Darum ging es. Ich habe aber ein Protestbild gezeigt, was im Museum in der Dauerausstellung gezeigt wird, wo sozusagen zwischen dem Hakenkreuz und dem Hammer und Sichel ein Handschlag, ein Gleichheitszeichen gezeigt wird oder symbolisch abgebildet ist. Und darum ging es auch, glaube ich, bei der Sajudis-Bewegung zu sagen, es geht nicht nur um Nazi-Verbrechen, es geht auch um Verbrechen des Sowjets, um unsere Litauer, die in Sibirien gestorben sind, um unseren Genozid, um unsere Deportationen und so weiter. Darum ging es, und das ist auch eine absolute legitime Forderung gewesen nach historischer Wahrheit. Ich habe auch nicht irgendwie über diese Kontinuität der litauischen Opfer gesprochen, in dieser Generalisierung, die Sie mir vorwerfen. Ja, tatsächlich gibt es Holocaust-Erinnerung, und ich habe gesagt, dass es die gibt. Es gibt Initiativen, es gibt sozusagen diese Facebook-Aktionen, wo gesagt wird, hier liegen die unsrigen, also hier liegen unsere litauische Juden begraben, das sind unsere Nachbarn. Der Bewusstsein setzt langsam ein. Das habe ich auch gesagt. Ich habe davon gesprochen, dass die Juden lediglich in der Rolle der Opfer auftreten dürfen, aber nicht in der Rolle der aktiven Widerstandskämpfer gegen den Nazismus, weil dann hat man das Problem, dass litauische Litauer nicht in antinazistischen Widerstand waren oder nur marginal, wenn sie kommunistisch waren. Und schließlich ihre Beobachtung über meine Ausführungen zur Historikerdiskussion um Hitler-Stalin-Pakt
um meine Empfindungen. Also ich denke, das ist sehr gefährlich, wenn man anfängt, Historiker zu nationalisieren. Also sehen Sie an meinem Namen, dass ich russisch bin, oder warum werfen Sie mir eine russische Sichtweise vor? Also dieses Niveau, also der Argumentation und der Debatte, das ist unter Fachhistoriker eigentlich nicht wirklich angemessen. Herr Machciewicz, es waren Fragen erstmal nochmal nach den polnischen nationalen Kräften, aber auch nach der Beutepartnerschaft, wie die Frage war, der beiden großen Nachbarn, die Polen 1939 nacheinander aber von beiden Seiten angriffen. Es ist die Frage gestellt worden, woher ich Informationen über die nationalen Streitkräfte habe, NSZ. So einfach, aus vielen historischen Arbeiten, die seit Jahren in Polen verfügbar sind. Ich erinnere nur daran, NSZ, die nationalen Streitkräfte, wurden gebildet von Menschen, die noch in den 30er Jahren aktiv waren. Das war das rechtsextreme Lager, ein Ableger der nationalen Demokratie. Die beriefen sich direkt auf die italienischen Faschisten und auf die Nationalsozialisten aus Deutschland. Und das findet man in deren Zeitungen aus der Zeit. Am Anfang war man von Italien und von Mussolini fasziniert. Aber man hat ihm vorgeworfen, er verstehe die jüdische Frage nicht. Und man hob hervor, dass allein die Nationalsozialisten in Deutschland die jüdische Frage richtig lösen. Natürlich noch lange vor dem Holocaust, noch lange vor der Annahme der Nürnberger Gesetze. Man weiß auch sehr viel über diese NSZ-Kräfte während des Krieges. Als es immer klarer wurde, dass Deutschland den Krieg verlieren wird und dass Polen von der Sowjetunion besetzt wird, die nationalen Streitkräfte erkannten, der wichtigste Feind Polens ist nun die Sowjetunion. Und es ist zu vielen Fällen der Kollaboration mit der Gestapo und mit der Wehrmacht gekommen. Diese Heiligen Kreuzbrigade, da gibt es keine Zweifel, sie zogen sich zurück mit der Wehrmacht aus Polen Richtung Deutschland vor der Roten Armee. Mehrere Soldaten der nationalen Streitkräfte wurden von den Deutschen ausgebildet und dann als Fallschirmspringer hinter die Front abgeworfen. Dieses Milieu war bis zum Schluss ihren Meinungen treu. Sie meinten, nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit sollte Polen ein autoritärer Staat werden, wo die zivilen Rechte nur Polinnen und Polen zustehen sollte, während andere Minderheiten, inklusive Juden, keine zivilen Rechte genießen sollte. Am 6. Mai 1945 ist das tschechoslowakische Konzentrationslager befreit worden. Aber das Datum, 6. Mai, da gab es keine Kämpfe mehr. Die SS-Wachmannschaften haben schon das Weite gesucht. Das war nur der Versuch, sich vor den Amerikanern als glaubwürdiger Bündnispartner zu präsentieren. England und Frankreich und der Standpunkt dieser Länder 39. Da gibt es keinen Streit. Im Museum des Zweiten Weltkrieges werden alle Tatsachen gezeigt. Und das unterliegt keiner Diskussion. Da wird gezeigt, dass Frankreich und England keine realen Hilfe leisteten. Beide Staaten haben Deutschland den Krieg erklärt. Und dadurch war Polen nicht alleine. Und der Krieg ist zum Weltkrieg ausgeufert. Die Zusammenarbeit zwischen der NKVD, dem NKVD und der Gestapo 39-40, sofern ich im Bilde bin, gibt es keinerlei Dokumente, die bestätigen würden, dass die Gestapo und die NKVD bei der Vernichtung polnischer Eliten kooperierten. Diese Vernichtung haben beide Aggressoren separat vorgenommen. Das Buch von Claudia Weber ist mir noch nicht bekannt. Vielleicht hat sie neue Dokumente entdeckt. Aber das wichtigste Buch über die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit ist das Buch von Sławomir Dembski, vor ein paar Jahren in Polnisch herausgegeben. Und er behauptet, es fehlen Beweise für eine direkte Zusammenarbeit zwischen der Gestapo und dem NKVD in puncto Vernichtung polnischer Eliten. Diese Vernichtung haben beide Länder parallel und unabhängig voneinander vorgenommen. Ebenso Kollege angesprochen worden. Also die Beutepartnerschaft
Nee, das ist knallharte Interessenspolitik, die natürlich sich auf sozusagen die Revidierung der gezogenen Grenzen, also für Deutschland ist es die Grenzziehung nach dem Versailler Frieden 1919 und von der sowjetischen Seite ist es der Frieden von 1920, der eben zu Ungunsten der damals noch gar nicht existierenden Sowjetunion ausgeht. Also und so wird auch von der sowjetischen Seite aus dieser ganze Krieg gegen Polen letztendlich eigentlich als eine Polizeimaßnahme wahrgenommen und führt eben auch dann zu dieser Wahrnehmung, das sei noch gar kein Krieg gewesen, der habe eben erst im Juni 1941 begonnen. Und das ist eigentlich auch der Zielpunkt. Das ist eine auf Zeit angelegte, ein auf Zeit angelegtes Stillhalten. Hitler ist kein Deut davon abgewichen, dass natürlich der Hauptfeind der Bolschewismus der Sowjetunion ist und damit auch diese Sowjetunion zu vernichten sei. Deswegen ist es ja dann auch ein Vernichtungskrieg geworden. Und die Militärkreise in der Sowjetunion haben das ganz klar gewusst. Die Militäraufklärung war tiptop informiert, dass es am 22. Juni 1941 losgehen sollte. Und es ging ja dann auch los. Es war bloß Stalin, der das irgendwie nicht hat glauben wollen. Und warum das so ist, das es bleibt irgendwie erstmal sein Geheimnis. Und es sind eben auf dem Weg dahin eine Menge auch Fehlentscheidungen, also von Stalin getroffen worden, militärischer Art. Also das mit der Beute, das macht sich sehr schön, sehr plakativ. Die Vorgeschichte ist tatsächlich, liegt in den 20er Jahren und da gibt es tatsächlich ein sowohl militärisches Zusammengehen, Zusammenarbeit der Roten Armee mit der Reichswehr, wie eben auch sozusagen intentional ein beidseitiges Interesse aus unterschiedlichen Motivationen heraus, diese Grenzen, die da eben entstanden sind, zu revidieren. Und noch die Frage nach dem Film Stalingrad. Stalingrad. Ich denke, Sie meinen den Film von Bondarchuk, dem jüngeren, dem sogenannten jüngeren Bondarchuk. Er hat einen berühmten Regisseur als Vater. Stalingrad. Das war ein ziemlich bekanntes Ereignis in der Geschichte des heutigen russischen Kinos. Ich weiß nicht, wie populär der Film jetzt in Zahlen gewesen ist, wie viele Zuschauer er hatte, aber hin und wieder, vor allem im Mai auch, vor dem 9. Mai, wird dieser Film in russischen Sendern regelmäßig gezeigt. Der Film ist also verhältnismäßig beliebt in letzter Zeit. Und noch eine letzte Anmerkung zur Zusammenarbeit. Ich bin kein Spezialist. Ich kann jetzt inhaltlich nichts von der Zusammenarbeit erzählen zwischen der Gestapo und dem NKWD. Aber wenn wir vom Kino sprechen, so ist vor ein paar Jahren auch ein ziemlich bekannter Film entstanden. Lieber Michel, Mir Hans. Das war ein Film über die militärische Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und dem Dritten Reich im Jahr 1940, in den letzten Monaten und letzten Tagen vor dem 21. Juni 1941. Und die Handlung spielt in einer Fabrik, in irgendeinem Militärbetrieb, wo Mitarbeiter, Ingenieure aus der Sowjetunion und aus Deutschland zusammengearbeitet haben. Ein hochinteressanter Film. Und sie ist sehr ungnädig, sehr schlecht aufgenommen worden von der polnischen, russischen Regierung. Würden, ich muss ja aber um Verständnis bitten mit Blick auf die Uhr, dass wir die weitere Debatte jetzt daraus verlagern werden in die angenehme Position, wo man auch ein Glas in der Hand haben kann und zwischendurch sich mit etwas stärken kann. Falls Sie Fragen an Podiumsteilnehmer haben, wo Sprachprobleme auftauchen könnten, verzagen Sie nicht. Es gibt in diesem Raum sehr viele zweisprachige Menschen, die Ihnen helfen können dabei, von den Dolmetschern über Cornelius Ochmann und andere Leute. Auch ich kann mich da gerne einschalten. Bevor ich Sie jetzt gleich hinaus zum Buffet, bitte natürlich im Namen der Böll-Stiftung, wollte ich Sie gerne noch auf zwei, drei Kleinigkeiten hinweisen. Wenn Sie nachher runtergehen,
Wir sind ja in einer wichtigen Woche und wir gehen auf ein wichtiges Datum zu, den 80. Jahrestag des Kriegsbeginns. Das wird Ihnen keine Neuerung sein, das wären Sie nicht gekommen. Aber unten an der Theke liegt zum Beispiel ein kleiner Flyer mit Veranstaltungen, die in dieser Woche noch sind, speziell zu den deutsch-polnischen Kriegsereignissen, was daraus geworden ist. Sie wissen vermutlich, dass der Bundespräsident am nächsten Sonntag, dem 1. September, in Warschau sein wird und in Wielun natürlich, dass eine Bundestagsdelegation auf der Westerplatte ist. Aber auch in Berlin gedenkt die Zivilgesellschaft dieses Datums. Es gibt erstens einen Gottesdienst im Berliner Dom um 10 Uhr. Es gibt zweitens eine Gedenkveranstaltung am Askanischen Platz. Das ist dort, wo der S-Bahnhof Anhalter Bahnhof ist, mit dem Bundestagspräsidenten Schäuble, seiner polnischen Kollegin Frau Witek und auch Teilnehmern des Krieges, also polnischen Veteranen. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass auch der ARD-Presseclub, falls Sie sich lieber sozusagen auf dem Couch gegenüber dem Fernseher aufhalten, sich diesem Thema widmen wird. Natürlich immer vorbehaltlich, dass nicht noch weltbewegende Ereignisse bis zum Sonntag eintreten, die das Thema wechseln lassen. Aber generell passiert sehr viel. Sie sind hierher gekommen. Ich glaube, es wäre auch ein gutes Signal an Polen bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, wenn am Sonntag am Anhalter Bahnhof nicht 30 Leute sind, sondern eher 300 oder vielleicht sogar 3000. Ich glaube, das Wetter wird gut sein. Und so wie ich Dieter Bingen kenne, den Direktor des Deutschen Polen-Instituts, der dort eine Rede halten wird, und auch Wolfgang Schäuble ist ja durchaus immer für ein interessantes Wort zu haben, was nicht heißen soll, ich habe da nur keine Erfahrung, wie Elżbieta Witek spricht, aber das wird sicher auch interessant sein. Also wenn Sie am Sonntag vielleicht dieses zivilgesellschaftliche Engagement unterstützen wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Und wie gesagt, unten am Ausgang ist noch ein Flyer von Denkmal an Polen, einer privaten kleinen, wie soll ich mal sagen, Buchmanufaktur, die versucht, diese Themen in der Öffentlichkeit zu halten. Jetzt sind Sie herzlich eingeladen zum weiteren Austausch bei etwas, Verzeihung? Es findet unten statt, also nicht hier im Vorraum, sondern im unteren Atrium, sagt Frau Happe von der Böll-Stiftung. Wir bedanken uns sehr hier bei den Gastgebern, bei den Mitveranstaltern. Und nachher, wann auch immer Sie der Weg dann nach Hause führt, wünsche ich Ihnen einen guten und friedlichen Heimweg. Und ich hoffe, dass wir Gelegenheit haben, uns bei einer anderen Gelegenheit wiederzusehen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Applaus